Genau, das Programm von heute. Heute geht es um Bäume im Siedlungsraum. Warum Bäume? Dadurch, dass Bäume also mit ihrer großen Krone so viel Schatten spenden und auch mit den vielen Blättern so viel Wasser verdunsten, haben sie eine enorme Kühlungsfunktion, was im urbanen Raum natürlich sehr wichtig ist, auch mit Hinblick oder mit Blick auf die Klimaveränderung, den Klimawandel. Aber darauf werden unsere Referenten von heute Abend natürlich noch mehr im Detail eingehen. In der Vorbereitung von diesem Seminar haben wir uns auch mit vielen verschiedenen Akteuren ausgetauscht. Und da ist aber also der Konflikt zwischen Wurzelraum von diesen Bäumen und Tiefbau, also Kabel, die unter der Straße und den Gehwegen liegen, sehr deutlich geworden. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir eben dieses Seminar spezifisch zu den Bäumen im Siedlungsraum machen möchten. Und wir freuen uns dann auch sehr, dass wir heute drei Referenten mit uns haben. Und zwar ist das Herr Klaus Körber von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Herr Körber wird dann von den Wohlfahrtsfunktionen der Bäume im Siedlungsraum berichten und wird uns auch besonders auf die Arten- und Sortenauswahl geeigneter Bäume für den städtischen Raum eingehen. Dies mit Blick auf die hohen Ansprüche, der Siedlungsraum an Bäume stellt und vor allem auch mit Blick auf den Klimawandel, wie vorhin schon angedeutet. Unser zweiter Referent, Herr Stefan Schmidt, kommt von der Lehr- und Forschungsanstalt in Schönbrunn in Wien. Und er wird dann mehr auf den planerischen und technischen Aspekt der Bäume im Siedlungsraum eingehen. Also Fragen wie die Größe des Wurzelraums oder auch eben den Konflikt, wie vorhin genannt, von Tiefbau und Wurzelraum. Er wird uns dann aber auch zum Beispiel das Konzept der Schwammstadt vorstellen, welches schon heute in Wien auch umgesetzt wird. Und dann unser letzter Referent von heute ist Alexander Borgmann von Arbor Revital. Er wird uns dann erzählen, wie wir vorgehen können, wenn es bei der Planung dann doch nicht so richtig geklappt hat. Also was machen wir mit Bäumen im Bestand, die dann nicht so optimal stehen, die vielleicht nicht genug Wasser oder Wurzelraum zur Verfügung haben? Wie kann man den Bäumen dann doch noch helfen oder sie dann doch noch am Leben erhalten? Zwischen den Vorträgen, also wie schon vorhin gesagt, Sie können Ihre Verständnisfragen über den Chat reinschreiben und zwischen den Vorträgen werden wir auch noch mal 1 bis 2 Fragen entgegennehmen oder ansprechen. Und danach, nach den Vorträgen, haben wir aber 1 Stunde Zeit, um uns dann zu den Vorträgen und auch zu Ihren Fragen und Anmerkungen auszutauschen. Da können Sie sich dann auch per Mikrofon zu Wort melden und ich würde dann später nochmal erklären, wie das genau geht, also wie wir die Wortmeldungen entgegennehmen. Für später sind dann auch noch Vertreter von dem Transportministerium, dem Innenministerium, vom Straßenamt und auch aus verschiedenen Gemeinden anwesend. Jetzt hat hier wieder jemand den Bildschirm geteilt. Ich mache das mal kurz weg. Okay. Genau, Vertreter dieser verschiedenen Organismen vertreten und die werden sich dann auch in dem Austausch aktiv mit einbringen. Noch ganz kurz für die Leute, die eine Teilnehmerbestätigung angefragt haben, nochmal die Bitte, sich mit ihrem richtigen Namen einzuschreiben, damit wir das auch kontrollieren, also die Anwesenheit kontrollieren können. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wie Sie das ändern, also das geht eigentlich ganz einfach, gehen Sie mit dem Cursor auf Ihr Bild, also die Kamera, also Bildaufnahme, die Sie von sich sehen, oben rechts und da klicken Sie auf die Punkte. Und da können Sie dann Ihren Namen nochmal anpassen, falls es nicht der richtige wäre. Genau, dann würde ich aber sofort zu unserem ersten Referenten kommen. Klaus Körber ist Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Gartenbau und leitet den Bereich für Technik und Unternehmensentwicklung an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau bei Würzburg. Hier unterrichtet er und ist auch zuständig für den 10 Hektar großen Versuchsbetrieb Stutten, auf welchem über 350 verschiedene Baumarten und Sorten angepflanzt sind, mit dem Ziel aufzuzeigen, welche Bäume in Zukunft bei zunehmender Hitze und Dürre interessant werden könnten.
Aber dazu wird uns Herr Körber jetzt selbst noch mehr berichten. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Herr Körber. Ja, bitte, ich übergebe Ihnen das Wort. Ich sehe ihn nur nicht mehr. Ich hoffe, wir haben ihn nicht verloren. Ah, da ist er. Bin ich zu hören? Ja, super. Also hallo, schön für die nette Einführung. Ich fange gleich an. Es ist 17.15 Uhr für alle unterzeugen. Weil das ist ja immer mit der Zeit. Und ich gehe jetzt in das Freigeben. PowerPoint, oder? Freigeben, wo bist du? Unten in der Mitte. Ja, genau da, wo Freigeben ist, da ist dieses blöde Ding drauf. Das machen wir jetzt zu. Jetzt haben wir es. Okay? Ja. Ja. Haben Sie das jetzt? Sehen Sie ein Bild? Ja, super. Jetzt noch Vollbild. Das gehe ich auf. Natürlich, genau. Naturellement. Sehen Sie jetzt das Vollbild? Ja, perfekt. Sie hören meine Sprache. Ich fange jetzt einfach an. Also ich habe heute jedem erzählt, dass ich einen Vortrag in Luxemburg halte. Hatte ich so noch nie. Auch nicht in real, aber vielleicht klappt es ja irgendwann. Okay. Ich bin seit 30 Jahren zuständig an der Meisterschule für Baumschulen. Das ist die 10 Hektar große Fläche bei uns, der Stuhl, den Sie gesagt haben. Das wenigste Wasser im Jahr 2015, 350 Liter Wasser. Wir haben Temperaturen locker über zwischen 38, 40 Grad. Also im Jahr 2015 waren es 40,3 Grad. Das ist ein leichter Sandboden. Hier oben wächst der Riesling. Hier unten sehen Sie vielleicht eine relativ große Fläche, wo wir unsere Bäume haben, unsere Klimabäume, die unter diesen trockenen, heißen Bedingungen vor sich hinwachsen. Wir beobachten die. Gleichzeitig gibt es in Veitshöchheim an der Landesanstalt ein Projekt Stadtgrün 2021. Ich hoffe, Sie sehen mich. Und das ist ein Projekt, da machen wir seit 2009, 2010 in drei bayerischen Städten. Ich komme aus Bayern, bei Würzburg, Frankfurt, Nürnberg. Machen wir ein Testen von 30 Bäumen mittlerweile in Würzburg, Hof und Kempten unter Stadtbedingungen. Okay, also hier ist im Prinzip der wissenschaftliche Hintergrund, da wird gemessen und alles wissenschaftlich gemacht, hier auch, aber hier ist es eher auf einer Versuchsfläche. Hier sehen Sie einen Ausschnitt unserer Baumfläche. Wir haben das auch 2009 gepflanzt, wird immer wieder ergänzt. Sie sehen es hier im Jahr 2015, extreme Trockenheit. 15 hatte ich zum ersten Mal Angst. 2003 war es noch nicht ganz so schlimm. 18 war das Verrückteste, was wir bei uns in Franken hatten. Und hier sehen Sie eine Baumart, die würde ich immer empfehlen. Da kommen wir nachher dazu. Das ist eine Platane, eine Orientalis. Kommen wir aber später noch dazu. Und ich sage immer, die Versuche, die wir machen, mache ich nicht für ihn, die mache ich für den. Da oben drauf. Und hier hinten sehen Sie die Schwarzkiefer. Die geht bei uns momentan im Wald tot. Nicht alle, aber viele. Wir verlieren gerade in unserer Region Fichte sowieso, Buche, Eiche, nicht alle, aber vergleichsweise viel. Okay, eine Fläche, hier wird getestet, das ist noch einmal eine Aufnahme, 18 war für mich brutal. Und da sehen Sie, Sie sehen ganz, ganz große Unterschiede, wenn Sie die Pflanzen dann nicht mehr wässern und einfach vor sich hinstehen lassen, auf diesem armen Sandboden. Das ist Zelkova. Zelkova hat bei uns extreme Probleme über viele Sorten. Die ungarische Eiche Quercus Freinetto hat es weggelegt. Also so arbeiten wir. Wir haben hier von oben jetzt eine Aufnahme, Stichwort Biodiversität. Sie sehen hier die Ulmenegge mit der Columella, da kommen wir später dazu. Sie sehen aber auch das große Feld der Linden. Und wir machen bei uns eben auch Untersuchungen zur Biodiversität. Wie werden Insekten angenommen? Wir hatten zwei Masterarbeiten bei uns laufen. Florian Leudold, Julia Grauberger, die in den Linden, aber auch in den Ahornen richtig wissenschaftlich zusammen mit der Maximilians-Universität in Würzburg geguckt haben, was wächst in Linden, heimische, fremdländische, und das Gleiche bei Ahorn. Gibt es Unterschiede bei Insekten, bei Schwebfliegen, bei Wildbienen und Co.? Das haben die gemacht. Die Arbeiten sind abgeschlossen, wurden veröffentlicht. Also wirklich, das ist, ja, da ist wirklich viel, viel Arbeit reingeflogen. Die haben gekeschert,
Die haben geguckt, die haben bestimmt, das war jetzt eine Silberlinde, Nektar rausgezogen. Die Ergebnisse, das ist für mich immer wieder, ich habe die gesehen, die sind bei mir auf dem Flur, die zwei waren bei mir auf dem Flur, auf der anderen, mit dem Fenster konnte ich durchgucken. Und die haben dann wirklich 4500 Bienen bei Ahorn bestimmt und geguckt, sind es Wildbienen, wenn ja, welche. Also da ist wirklich Arbeit. Wir haben Zahlen. Okay? Und das ist das Ergebnis, war ganz langsam, Körper, ganz langsam. Die haben dann geguckt, was ist in heimischen Linden, das war ein Sommerlindentyp. Sie haben bei den gebietsfremden Linden, hatten wir Tilia manchurica, Tilia tomentosa. Da haben die halt geschaut. Hochsteigen, fangen, bestimmen, pinnen. Und da war eine enorme Vielfalt. Also wir haben bei Linden über 30 verschiedene Wildbienen gefangen. Natürlich waren einzelne Arten, diese Lapizeps war dominant, aber es waren ganz, ganz viele andere auch. Und wenn man sich das anschaut, kann man ganz klar sagen, es gibt eine große Vielfalt an Wildbienen. Wir haben einen sandigen Boden, da hast du viele so Sandbienen und so Zeug. Wir haben eine große Vielfalt sowohl bei den heimischen Linden finden können, als das auch bei den Fremdländischen der Fall war. Die haben die Dinger gepinnt und bestimmt und frag mich nicht, was die alles gemacht haben. Unterm Strich, 29 Wildbienenarten, nur bei den kurzen Untersuchungen 19 an den Linden. 55 von den 29 waren sowohl, ich sage jetzt, an Silberlinde als auch an Sommerlinde. Es gab welche, die waren nur an Silberlinde. Und es gab welche, die waren nur an, Entschuldigung, an der Silberlinde. Und es gab welche, die waren nur an der heimischen Linde. Kann aber auch damit zusammenhängen, die Sommerlinde blüht ungefähr 4 bis 6 Wochen vor der Silberlinde. Also das ist ja auch immer ein bisschen zufällig. Aber ich habe wirklich Zahlen und kann sagen, Silberlinden, Tilia manchurica, was wir alles getestet haben, Tilia mongolica, wurden, wenn sie geblüht haben, genauso beflogen. Und das ist nicht nur die Honigbiene. Das sind ganz viele Wildbienen, die wir da hummeln, die wir da bestimmen konnten. Okay, und das ist das Allergleiche, ähnlich was? Das hat die Frau Dr. Böll gemacht, ich muss eins höher gehen, in 2021, diese 30 Bäume in Würzburg, Kempten und Hof, wurden auch wissenschaftlich begleitet von der Uni in Würzburg und die LBG und das Bayerische Staatsministerium. Da sind die auch 2 Jahre in den Bäumen rumgeturnt und haben geguckt, Käfer, alles was kreucht und fleucht, und haben verglichen Heimbuche mit Ostria, heimisch, nicht heimisch, Esche mit Anus, also Fraxinus anus, heimisch, nicht heimisch, und auch da Cordata tomentosa. Und auch da kann man ganz klar sagen, es gibt keinen wirklichen Ausreißer, wo man sagt, die gehen nicht auf Nichtheimische oder gehen nur auf Heimische. Du konntest an beiden Gruppen, und es waren wirklich aufwendige Untersuchungen, beides finden, auch Käfer und alles. Wir haben eine Broschüre gemacht für Bienen, weil ich weiß, warum erzähle ich das? Sie haben gesagt, Wohlfahrt von Bäumen. Wohlfahrt von Bäumen ist natürlich Klima und, wie Sie es gesagt haben, Sauerstoff und Schatten und kühl. Aber wenn wir, weil das wird die nächsten Jahre sehr viel Geld kosten, um überhaupt Bäume in der Stadt zu etablieren. Und wenn ich dann noch sagen kann, die Insekten gehen drauf, es ist dann auch noch Biodiversität, dann ist es Wohlfahrt für den Mensch, aber auch Wohlfahrt für die Biodiversität. Und dann finden wir vielleicht auch einen Geldgeber, der eher bereit ist, da was zu machen. Diese Broschüre können Sie übrigens von uns anfordern, gibt es als Download, aber nicht jetzt. Wer sie sehen will, mein Lebenswerk, Quatsch. Okay? Ich will gar nicht so gescheit daherreden. Wir haben in Würzburg 40,3 Grad gehabt. Der Rekord vor 2 Jahren war in Lingen im Emsland. Emsland, das ist irgendwo da fast schon an der Nordsee, mit 42,6 Grad. Ich will Sie nicht überzeugen, aber der Klimawandel ist kirre. Und wer nicht glaubt, dass er stattfindet, der ist heute verkehrt. Und dann noch einmal die Hitze in der Stadt, 10 Grad mehr. Und dann diese Zunahme der Drogennächte. Die warme Nacht, über 20 Grad. Du kannst nicht schlafen, weil es zu warm ist. Dir fällt aber auch nichts Vernünftiges ein. Du liegst in deinem Zimmer und fühlst dich unwohl. Und es ist erwiesen, dass diese steigenden Temperaturen in den Städten
in den Städten zu höheren Sterblichkeitsraten führen. Und dann wird es wieder verdammt eng, wenn es darum geht, Menschen ein Umfeld zu schaffen, was einfach abgekühlt ist. Ne, diese Folie, die kann ich gar nicht mehr sehen, aber im Jahr 2003 ging das los und da war eine große Sterblichkeit von älteren Menschen in diesem ersten Hitzesommer in Paris, ich weiß nicht wie viel tausend, auf jeden Fall ganz viel. Okay, und das ist eine verrückte Folie. Die Durchschnittswerte aus meiner Region, ich habe Gartenbau studiert, aber 40 Jahre oder so zurück, da haben wir immer gesagt, Bayern hat eine Durchschnittstemperatur von 7, 8, bei uns vielleicht im Weinbau 9. Und wenn Sie gucken, wie die Kurve hochgeht, dann ist es schon sehr bedenklich. Und der wärmste Ort im Jahr 2018, und das ist Stadt, war im Botanischen Garten in Frankfurt, das ist von uns 100 Kilometer weg, auf dem Weg nach Luxemburg von mir aus, fahre ich über Frankfurt. Die hatten hier im Schnitt 12,9 Grad und früher hatten die vielleicht 9,5 im Jahr 2018. Und das gepaart mit vielleicht 400, 500 Liter Wasser. Und das erklärt das große Waldsterben im Großraum Frankfurt. Das hat Gründe. Das ist die Idiotenhitze und noch viel mehr der Lack of Water, das Wasser, was fehlt. Okay, 12,9 war früher sowas wie Bozen auf dem Weg nach Florenz runter. Okay, und diese Temperaturen, nur mal kurz, was die Fastleute sagen, unser Würzburg, da sind wir, ihr seid da hüben irgendwo. Ihr wisst, Sie wissen, wo Sie sind. Und unser Analogklima der Stadt Würzburg in Zukunft liegt irgendwo in diesen Bereichen. Ich will da gar nicht die einzelnen Punkte, das ist komplett wurscht, aber es weiß jeder. Wenn es wärmer wird, dann ist es irgendwann so, wie es vielleicht früher in Bozen war. Ich sage immer Bozen, weil es eine sehr heiße Stadt ist. Und mein Credo ist, ein Großteil unserer Bäume, ich werde ja dann auch was zu Bäumen erzählen, ein Großteil unserer Bäume, die sich bis jetzt gut etabliert haben, kommen aus dieser Region Balkan. Vielleicht drüben noch aus dem Kaukasus. Hier das nördliche Kleinasien, Türkei. Und die waren früher hier heimisch, die hat bloß die Eiszeit runtergedrückt. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, die Rhodopen sind vielleicht einer der großen Hoffnungsträger. Nordmazedonien, Bulgarien, Griechenland. Ich habe da mal nur als Blödsinn hingeschrieben, wer da alles, Freinetto, super Baum, Pubescens, super Baum, Ceres, super Baum, aber auch Petrea, heimisch. Hainbuche neben der Orientbuche, neben der Hopfenbuche. Angustifolia neben der heimischen Esche. Die heimische Esche wächst da unten. Und neben der Anus. Also das heißt, wir haben hier schon Regionen, wo das natürlich vorkommt, was vielleicht in Zukunft unser Stadtbild stärker brechen können. Ich muss schneller machen. Amerika, der mittlere Westen, diese Region hier, wo es reingeht, die Flusstäler in die Prärie, da sind Gleditzien und Co. Da sind die Gehölze, die ich glaube, wo ich meine, die uns in Zukunft weiterhelfen. Und ich sage es noch einmal, wir müssen da nach vorne denken, wenn unser Klima immer wärmer wird. Und wenn Sie da mal gucken, wie da die Klimadaten sind, die haben 40 im Sommer und 30 im Winter. Nicht hier, aber da. Okay, ich wollte es nur mal gezeigt haben, damit Sie auch ein wenig verstehen, wie ich so ticke. Und eine der guten Eichen, das ist aber jetzt nichts für die Stadt, so weit sind wir noch nicht. Aber eine der Eichen der Zukunft ist vielleicht die Macrocarpa und da sehen Sie deren ihr Verbreitungsgebiet. Also Gleditzia und Co., was die nächsten Jahre bei uns mehr werden wird, kommt häufig auch in diesen Regionen vor. Okay, nächstes Bild. Das sind Eichen, die braucht kein Mensch noch, weil sie keiner hat. Aber das sind Eichen, die werden vielleicht in Zukunft, die kommen jetzt nämlich genau aus dieser amerikanischen Region, auf den trockensten Standorten kommen diese Eichen vor. Die Eiche wird uns in Zukunft weiterhelfen. Aber nur, wenn wir uns öffnen. Wir haben die bei uns im Studio in Klein. Die haben ein Blatt, das unten ist Marilendica, die haben ein Blatt wie Blech. Okay, Wasser habe ich Ihnen erzählt. CO2 kommen wir jetzt dazu, der Treibhauseffekt. Wir haben jetzt über 400 CO2. Unsere Gesellschaft wird uns in Zukunft Geld dafür geben, wenn wir sagen, wir haben was, um CO2 runterzudrücken. Das Einzige, was CO2 oberhalb des Bodens hält, ist der Baum, ist das Holz, ist die Photosynthese. Sie wissen, was ich meine, Sie sind Gärtner. Ne? Aber wie ich studiert habe oder wie ich geboren worden bin, hatten wir 300 ppm. Jetzt haben wir schon über 420.
Und ich weiß, woher das kommt und Sie auch. Okay? Was machen Bäume? Das will ich Ihnen gar nicht erzählen, das weiß jeder, da gibt es tausend Dinge. Aber diese Photosyntheseleistung, dieses Umbilden von CO2 in Zucker, das ist das Wichtigste auf der ganzen Erde, ohne das könnten wir überhaupt nicht leben. Der größte Kohlendioxidfresser der Welt ist der Wald, nicht der Wald, aber die Bäume, die Urwälder, Brasilien und Co. Im deutschen Waldbericht des Jahres 2020 waren 90% der Baumkronen von Buche, Eiche, Fichte und Kiefer massiv geschädigt. 90% hat die Frau Julia Glöckner, die ist ja gar nicht so weit von euch weg, Rheinland-Pfalz, die Landwirtschaftsministerin vorgestellt, da passiert was. Okay? Unsere Zukunft, unsere Stadt in der Zukunft wird nach Schatten lechzen. Unsere Stadt in der Zukunft wird nach kühlen Räumen lechzen. Unsere Häuser der Zukunft müssen vielleicht so ausschauen. Wenn ich momentan höre, immer Dachbegrünung, Dachbegrünung. Dachbegrünung kannst du machen, wenn du ein Haus neu baust. Fassadenbegrünung kann ich an vielen Stellen machen. Botanischer Garten Berlin, Botanischer Garten München war das, glaube ich. Das da unten in Weinheim und das war in der Baumschule Spät. Das hilft uns, biodivers, kühlen. Okay? Solche Sachen werden in Zukunft. Es ist out, sich in die Sonne zu legen und zu sagen, Herr, bräune mich. Man wird jedes Schatteneck suchen. Und in der Stadt noch mehr als wir sonst woanders. Und dafür müssen wir in Zukunft Geld ausgeben. Das kostet nämlich Geld. Solche Sachen werden zunehmen. Ein schattiertes Carport mit Morus in Italien. Diese Folien müssen einfach wirken. Irgendeine Straße, die gleiche in London 47 und dann 50 oder 60 Jahre später. Das braucht Zeit. Ich mache jetzt 30 Jahre mit Bäumen rum. Jetzt weiß ich ein bisschen was und gehe in 3 Jahren in Rente. Wir müssen bei Bäumen ganz langfristig denken. Und das nächste Bild, das war in der Deutschen Baumschule, zeigt uns, dass es auch ein wenig schneller geht, wenn wir gleich mit großen Bäumen kommen. Platanen in Leipzig, 2.1. Jeder weiß, an einem Hitzedach, da möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Jeder weiß, in einem Hitzedach ist es hier sehr kühl. Und das sind die Zahlen aus Wien. Der Herr Schmidt wird nach mir dran sein. Ich hoffe, ich gebe da nichts raus. Twitter 2018. Die Wiener hatten am gleichen Tag in der Innenstadt Temperaturen, die halte ich gut aus. Da esse ich ein Eis. Und ein paar Straßen weiter hatten die diese Temperaturen. Da laufen sie nicht barfuß auf der Straße. Und jeder weiß, sowas kriege ich nur weg mit solchen Sachen. Und es wird die nächsten Jahre noch viel mehr kommen und dafür müssen wir Geld ausgeben. Sowas wird zurzeit gebaut und wenn sowas funktioniert, wird es mehr werden. Das sind 8 Kilometer Hainbuchenhecken in einem Gebäudekomplex in Düsseldorf. Dieses Jahr, glaube ich, eingeweiht, angezogen von der Baumschule. 8 Kilometer Hecken. Und von dem Gesamtprojekt war das eine Geschichte von 1-2% der Kosten, was dieser grüne Mantel kostet. Und das muss in Zukunft kommen. Hier sehen Sie es aus der Nähe, ist alles aus der Deutschen Baumschule raus, mit May-Konzept und Co. Und hier haben die die Dinger angezogen. Carbinus pedulus. Okay? Da passiert was und es wird mehr, bin ich sicher. Und eine Folie, erstens, das macht aber mein Nachredner, wir müssen viel mehr an die Wurzel denken. Was aber viel wichtiger jetzt für mich auf der Folie ist, es gibt momentan einen Trend, dass Investoren ihre Entscheidungen an das Thema Nachhaltigkeit knüpfen. Es ist nicht nur die Rendite oder Sicherheit oder Liquidität, sondern viele Investoren sagen, macht das Ganze Sinn? Stichwort E-Auto oder diese ganzen Sachen. Ist momentan, das geht durch die Decke. Und Bäume in der Stadt zu etablieren und aufrechtzuerhalten und Schatten und Häuser und keine Ahnung, was ich gerade gezeigt habe. Das wird Geld kosten. Und vielleicht gibt es Investoren, die sagen, okay, ich mache ein Baugebiet da hinten draußen. Aber wir machen das gescheit. Okay? Hier sehen Sie nur die Entwicklung an Privatanleger, wie die Kurve hochgeht bei nachhaltigen Geldanlagen. Mehr will ich nicht sagen. Wasser. Ich bin Ureinwohner von dem, wo unser Garten ist. Wir hatten früher 580 Liter. Die letzten Jahre hatten wir im Schnitt 480 Liter. Im Jahr 15 hatten wir in einem Jahr 330 Liter Wasser. Grundwasser ist bei uns schwierig. Was Wasser kann, ich habe kein besseres Bild.
Jeder Depp weiß, wenn du gießen kannst, ist es besser, wie wenn du nicht gießen kannst. Aber das sagen auch meine Nachredner. Ich komme aus Bayern. Diese Region Bayerns ist enorm unter Trockenstress. Und unsere Südlichen, die verstehen das gar nicht. Garmisch-Partenkirchen, München, die sagen, was wollt ihr mit Trockenheit? Bayern ist zweigeteilt. Ich denke, Luxemburg ist auch irgendwo so in dem Bereich. Weiß ich jetzt zu wenig. Okay, und jetzt ein paar Sachen, die sind für mich, da muss man drüber nachdenken. Wir haben in Deutschland, ist ein großes Land, okay, ich habe mal geguckt, wie viel Wasser haben die letzten 3 Jahre im Schnitt gehabt. Und es gibt eine 450er-Kategorie-Stadt. Die hatten im Schnitt die letzten Jahre 450 Liter Wasser. Und ich sage es Ihnen gleich, da wird es verdammt eng. Das sind dann die ganzen ostdeutschen Städte, Berlin, Leipzig, Dresden, aber auch Frankfurt, Würzburg, Nürnberg. 450 Liter Wasser im Jahr, das sind 45 Zentimeter. Über 3 Jahre sind es 1200, 1300 Liter. Das geht dermaßen ans Eingemachte, dass alles zu spät ist. Und dann haben wir Städte wie München, die haben 3000 in 3 Jahren. Im Jahr im Schnitt 1000. Oder Aachen, das ist gar nicht so weit von euch. Ich habe extra geguckt, weiter oben weiß ich. Die Aachener hatten 2400 in 3 Jahren, das heißt im Schnitt 800. Dann denkst du vielleicht, naja, ob du jetzt 800 hast oder 500. Oder 400, das ist ein Riesenunterschied. Ein guter Bewässerungsgang sind 20 Liter, wenn es regnet. 200 Liter mehr in der Stadt sind 10 mal 20 Liter, die es in einem Jahr mehr geregnet hat. Also wir müssen jeden Tropfen in Zukunft sammeln, was irgendwie geht. Und mit dem habe ich heute telefoniert, das ist ein Tscheche. Das sind Geschichten, vielleicht kennen Sie die Wassersäcke. Ich will gar nicht lange über Wasser, aber das ist mir wichtig. Da gehen 1500 Liter rein, da kannst du alte Bäume wiederbeleben. Je länger ich den Job mache, es liegt am Wasser. Okay, hier gehen 400 Liter rein, kannst du auf deine Fläche, es ist wie die Wassersäcke, Wasser rein und dann dauert es 10 Stunden, bis das durchtropft. Dann habe ich das auch. Fichten gehen kaputt. Der erste Idiotensommer 2003, 2004, 2006, 2008, das kann ich ganz schnell machen. Und so sah es letztes Jahr im Harz aus. Also wir haben da wirklich ein Problem. Und die Gesellschaft kriegt dieses Problem mit. Es ist anders. Wenn du vor 5 Jahren gesagt hast, wir haben Waldsterben, irgendwas. Ja, ja, du Pessimist. Es ist in der Gesellschaft angekommen. Das heißt, die Bereitschaft, darauf zu reagieren, hoffe ich zumindest. Das ist bei mir daheim. Schwarzkiefer. Und die normale Kiefer, Waldkiefer, gehen bei mir oben tot. Wenn mich früher einer gefragt hätte, welche Nadelbaum kann Trockenheit, hätte ich immer gesagt Kiefer. Wenn du das siehst, ich kenne die, ich jogge da oben seit 40 Jahren, da könntest du heulen. Ich will gar nicht mit meinem Finger. Allerweil machen sie im Fernsehen immer so. Okay, wir gehen jetzt nochmal in den Wald. Eiche ist stabiler als die Buche. Und wir müssen diesen Aspekt Biodiversität von Wäldern, können wir ganz genau auch auf die Stadt, auf die Kommune. Na, wenn du dann siehst, bei uns gehen momentan alte Buchen, 80 Jahre, einfach tot, zu wenig Wasser. Und wenn du dann siehst, was das aber auch in der Konsequenz auf die Ökologie, na, wer alles in Buchen gefunden worden ist, welche Vögel, welche Eichhörnchen und Wildschweine, na, da haben wir genug. Aber dann siehst du erst einmal, das hängt eben doch alles zusammen. Also die Eiche als noch vergleichsweise stabile Baumart leidet unter den Prozessionsspinnen, damit müssen wir zurechtkommen. Wir dürfen auf die Eiche nicht verzichten, obwohl es diesen blöden Prozessionsspinner gibt. Sage ich einfach so. Sie ist in ihrer Breite zu wertvoll bei Hitze und Trockenheit. Die heimische Eiche in Berlin nach 18 sehr gut. Traubeneiche, Stieleiche, das braucht man gar nicht. Eiche ist die Baumart, die heimische, mit der größten Biodiversität. Ich habe es mal aufgeschrieben, wie viele Insekten und Rauben und Vögel sich alles rund um die Eiche. Ich sage es noch einmal. Wir brauchen dieses Biodiversitätsargument auch, um Leuten zu sagen, komm, wir brauchen Geld. Bäume können, na, okay, ihr wisst, was ich meine. Okay, und jetzt 2, 3 Eichen, die ich die nächsten Jahre stark sehe. Das ist die Zerreiche, ihr natürliches Verbreitungsgebiet. Donau und Balkan, und das sehen Sie selber, Zerreiche ist sehr gut. Aber Prozi, den Prozessionsspinner, kriegt sie an. Und trotzdem wäre es für mich kein Grund, weil die Prozessionsspinnergeschichte ist in der Stadt händelbar.
Wenn ich das absauche, das geht. Dafür sind die zu stabil. Und das Gleiche gilt für die Ungarische. Die Ungarische ist eine hervorragende Eiche. Nach unseren Beobachtungen bei Hitze und Trockenheit, vergessen Sie mir die. Und ich werde Ihnen nachher kurz zeigen, ich habe den Leuten in Luxemburg, ich sehe die Michelle Schalz, ich habe euch auch mal eine Word-Datei geschickt. Die können Sie wirklich, da ist eine Empfehlungsliste von uns, von mir drauf, wo Sie alles das finden, was hier, aber vergessen Sie mir die südosteuropäischen Eichen nicht. Und das ist ein ganz wichtiges Bild. Normale Eiche, sagt man immer, muss man nicht streichen, den Stamm schützen, ne? Weil das ist ein Ringbohrer und alles gut. Das war ein Versuch in Auweiler, Eiche nicht gestrichen, Sie wissen, dieses weiße Anstreichen oder schiefmattet, ne? Gestrichen, nicht gestrichen. Nicht gestrichen haben die einfach 10 oder 5 Grad mehr Temperatur und dann haben die am Stamm Ausschläge gemacht und die Gestrichenen hatten das nicht. Also mein Baum der Zukunft in der Stadt ist gestrichen oder ist mit einer Schutzhülle versehen. Sie sehen das hier, dieser weiße Anstrich, alles gut. Und hier sehen Sie Baumschulen, die das momentan machen. Wenn du willst, wenn Sie einen Baum pflanzen in Luxemburg, in egal wo, und dann sagst du das zu deiner Baumschule und sagst, hey, bitte streich mir das Ding fertig. Weil dieser weiße Anstrich macht 5 bis 10 Grad kühler und das macht sehr viel aus. Herr Körber, hey, was ist das denn für ein Anstrich? Was ist da drin? Ja, das heißt Arboflex. Da gibt es aber auch andere. Aber das bekannteste Produkt heißt Arboflex. Und es wird gestrichen mit einem Voranstrich. Man sieht es hier auf dem Bild vielleicht. Das ist ein grüner Voranstrich. Dann kommt dieser weiße Anstrich drüber. Und die Theorie sagt, es hält 5 bis 8 Jahre, wird immer mehr grau. Und bei manchen Bäumen, bei Linden, würde es vielleicht sogar Sinn machen, ein zweites Mal nach 5 Jahren noch einmal zu streichen. Also es ist ein dauerhafter Anstrich und durch den weißen Birkeneffekt wird einfach Temperatur, klar, logisch, ne? Hier ja, Spitzahorn, wichtig. Ist auf jeden Fall sinnvoll. In Luxemburg werden meistens Schilfmatten verwendet. Aber ja, ist genauso gut. Ohne die bekommen sehr viele Bäume sehr schnell Sonnenbrand, wo die Rinde aufreißt und Rindenschäden. Also keine Frage, die Schilfmatte erfüllt den gleichen Zweck. Man muss halt aufpassen, dass sie nicht einwächst. Ich bin ein wenig ein Fan von dem Anstrich, weil dann siehst du auch, wenn irgendwas aufreißt. Aber das ist beides gut. Hier vielleicht, wichtig. 2 Bäume, gleiche Situation bei uns, 2018, dem ging es gut, Spitzahorn, dem ging es schlecht. Der Grund liegt da unten drin, aber das machen meine Nachredner. Aber der Spitzahorn ist auch einer, der immer an der Südseite oder häufig an der Südseite aufreißt. Also wir brauchen bei ihm auf jeden Fall einen Stammschutz, wenn wir einen Ahorn pflanzen. Und bei Spitzahorn vielleicht, der braucht wirklich ein gutes Loch. Also ein großes, wenn der zu kleine Füße plus Salz plus, also dann ist er schwierig. Okay, biodivers, unser erster Bienenbaum, Acer platanoides, beflogen wie blöd. Wichtig, Vögel fressen Acerfrüchte und es macht den noch sympathischer. Ich habe gar nicht gewusst, dass da Vögel hingehen. Dann knallen die sich die Dinger in den Kopf. Okay, so sieht es nachher aus. Okay, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Lassen Sie mir die Finger weg vom Berchahorn. Das wird, glaube ich, immer mehr werden, diese Rußrindenkrankheit. Ein eindeutiger Profiteur vom Klimawandel. Gestresste Bäume haben das viel mehr. Bei uns ist im Wald, ich kenne Flächen, da ist jeder Berchahorn tot. Wenn Sie sowas bei Berchahorn haben, abschneiden. Wird nicht besser. Eine hervorragende Baumart für die nächsten Jahre. Ich soll ja auch ein paar Gehölze sagen, aber nicht zu viel. Ist für mich gar nicht so einfach. Ich sehe die Blanche Weber. Ich versuche das zu reduzieren, aber der Campestre ist sehr gut. Feldahorn, egal welche Sorte. Der hat sich wirklich nach 18, der Feldahorn ist ja heimisch, sehr, sehr gut gezeigt. Und sein noch hitzeverträglicher Monspesulanum, da habe ich jetzt kein Bild, kann Hitze und Trockenheit auch sehr gut. Sind etwas schwächere Bäume vom Wuchs, aber es gibt durchaus Ahorne, die, okay. Linde, Hauptbaum in Deutschland, ich denke auch in Luxemburg gibt es einen Haufen Linden, das ist die Euglora. Die Linde, Sommerlinde, hat in 18 in vielen Fällen so ausgeschaut.
Die Linde macht in Deutschland irgendwas mit 30% der Stadtbäume aus, in den Städten. Vielleicht sind es nur 25 Hauptbaumart. Die hat ein Problem, wenn es extrem trocken ist. Also wenn wir Linden in Zukunft, müssen wir wirklich gucken, dass wir Wasser hinkriegen. Sonst schauen die so aus. Eine, die habe ich jetzt nur rein, ich habe vorhin noch Bilder rausgeschmissen. Wo es vielleicht ein wenig hingeht, ist die Silberlinde. Die kann einen Zacken mehr Hitze und Trockenheit vertragen. Aber ab wenn das Wasser fehlt, habe ich bis jetzt bei keiner Linde feststellen können, dass die das dann irgendwie weg überlebt. Also ne, die Linden brauchen eine gute Verseuchung. Aber ich möchte mir Deutschland, auch deutsche Städte ohne Linden oder bei Ihnen, nicht vorstellen. Das ist übrigens eine sehr gute Sorte, die Celeste, die macht eine schlanke Silberlinde. Und die Silberlindenhonig ist ein sehr guter Honig und macht der Hummel nichts. Da kommen wir jetzt dazu. Ich sollte ein paar Best-Practice-Dinger zeigen. Meine Stadt der Zukunft hat, vor allen Dingen, weil es ab Mai wirklich wichtig ist, für Biene, Wildbiene und Co. ein kleines Blütenband an empfehlenswerten Bäumen. Das geht los mit der Gleditzie im Mai. Dann kommt die Sommerlinde Anfang Juni, ich spreche von Würzburg. Zwei Wochen später die Silberlinde, Mitte Juni. Und dann kommt die Silberlinde Anfang Juli. Und wenn ich dann noch den Schnurbaum hinten hin, alles aus meiner Sicht Bäume mit Zukunftspotenzial, teilweise schon bekannt, klar. Aber wenn ich so eine Allee, wenn ich so eine Pflanzung in einer Fläche habe, habe ich Mai, Juni, Juli und bei Sophora-Schnurbaum bis in den August rein Futter für die Bienen. Das Problem ist nämlich, wir finden an den Silberlinden so viel tote Hummeln, weil dann nachher nichts mehr an Futter da ist. Also meine Ablöserin der Silberlinde ist dann der Schnurbaum. Okay, Gleditzie, alles gut. Kann man große Bäume kaufen? Wir verkaufen Zeit. Ich wollte es nur einmal gezeigt haben, vielleicht müssen wir in Zukunft eine Nummer größer machen, damit man halt schneller an den Schatten kommt. Hängt natürlich wieder vom Geld ab. Best Practice. Gleditzia ist momentan ein absolut empfehlenswerter Baum, der Lederhützenbaum. Man muss wissen, es gibt welche, die schmeißen das Laub eher runter, das ist die Hauptsorte. Und die Inermis hält das Laub länger. Also wenn ich eine gemischte Allee haben will mit Gleditzien in der Herbstfärbung, eine Straße, einmal so, einmal gelb, einmal grün. Und dann, wenn die abgeschmissen hat, wird die gelb. Sophora, ein Hammerbaum bei uns in dem heißen, ich habe mal geguckt, also so diese ganzen Pfälzerstädte, diese ganzen Heidelberg, Karlsruhe, Rheinebene, da ist Sophora ein hervorragender Baum bei Hitze und Trockenheit. Der kann Durchschnittstemperaturen bis 19 Grad. Es gibt Regionen, da wächst er, da hat es 19 Grad Jahresdurchschnitt. Bienen wie blöd, das ist mein wichtigster später biodiverser Bienenbaum. Und wenn der keinen Schatten macht, dann weiß ich nicht mehr. Kommt bei Hitze und Trockenheit sehr gut zurecht. Bis jetzt. Die ersten Jahre musst du ihn ein bisschen unterstützen. Da ist er ein wenig. Aber wenn er mal etabliert ist, ist ja eine Leguminose, macht sich den Stickstoff selber. Hier in Berlin, wenn die Dinger angewachsen sind, dann ist es ein guter Baum im Klimawandel. Und selbst da unten gehen die Bienen noch auf die, oh, ich bin schon wieder, ich merke die Zeit. Das ist die Liste. Okay? Die könnt ihr nicht lesen, das ist auch wurscht, die steht in dem Zettel, den Ihnen die Frau Schalz schickt. Frau Schalz, ihr müsst sagen, wie ihr unterwegs seid. Genau, wir stellen das alles online und wir schicken dann den Link auch nochmal an alle Teilnehmer. Best Practice, mich stört mein erhobener Zeigefinger, ich mache so, ich weiß nicht. Wenn ich Ihnen irgendwas mitgeben darf, Sie müssen mir gar nichts glauben. Okay? Meine wirklich vier oder drei oder vier Favoriten, die wir die nächsten Jahre händeringend brauchen, ist auf jeden Fall die Ulme. Das ist eine Allee, wie ich sie nie mehr gesehen habe. 29 fotografiert von den resistenten Sorten. Das ist auf jeden Fall die Zerreiche, weil in großer Stückzahl vorhanden. Das ist übrigens eine Sumpfeiche. Bei uns in Würzburg hervorragende Bäume. Ulme, Zerreiche, ungarische Eiche. Alnuspäti, eine Hammerpflanze bei Hitze und Trockenheit. Die wächst, die macht Schatten, das ist wirklich gut. Und mein Lieblingsrotahorn ist der Frimani Autumn Blaze. Das ist mein Heimatort, die Dinger kenne ich.
Das sind super Bauern. Also ich wollte eben mal ein was zeigen. Ulmen, 18, der beste Block in der ganzen Anlage. Das ist Ulme und Zeltis. Die schlanke Ulme, Columella, für schmale Straßenräume. Zu 100% bekommt die kein Ulmensterben. Das ist in Gouda. Ich habe Ihnen jetzt vorhin noch einmal Best Practice 4 weniger bekannte Säulen hingestellt. Ich fange mit dem an. Es gibt schmale Gingos. Gingo kann einiges. Es gibt eine schmale Platane von der Orientalis. Die zeige ich gleich noch einmal in groß. Die Minaret, die ist super. Und es gibt zwei Äpfel, die sind Zieräpfel. Malus Czarnowski, Malus Trilobata. Die sind vielleicht nicht so bekannt. Aber wenn wir enge Straßen auch abkühlen wollen, brauchen wir irgendwo auch Grün, was eben nicht, okay? Das ist die Minaret bei mir im Versuchsbetrieb, ohne zu schneiden. Das ist eine hervorragende Platane, Platanus orientalis. Die würde ich immer empfehlen. Okay, Almus Späti, hier sehen Sie, das ist schon ein Zeitalter Ding. Oh, die ist der Hammer. Das ist echt ein super Baum, die Spätsche Erle. Punkt. Das war in Erfurt letzten Herbst. Birgetod, Almus Späti. Ich habe die in Holland gesehen, ich habe sie in Ungarn gesehen. Die Würzburger Pflanzen, die wie blöd. Das Ding wächst einfach nur. Okay? Und dann Pollen, das ist ein wenig ein Problem. Die Vögel, ich muss schnell machen. Nächste Best Practice, ich bin gleich soweit. Sie können mich aber auch abbrechen. Geht's noch? Blanche, geht's noch ein wenig? Quand vous voulez, ja, alles gut. Dann wir dauert haben... es aber länger. Wir sind so erfrischend, Herr Körber. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht auf 2 Minuten hier ankommt, zu erfrischen. Okay, das war, Sie haben es gesagt. Ja, ich gucke die Michelle, die grinst auch. Schau doch, ich bin auch schon, ich habe Temperatur. Ich versuche einfach Dinge, ob ein Baum funktioniert oder nicht, ob ein Mensch ein anständiger Mensch wird oder nicht, hängt von vielen kleinen Zufällen ab. Und trotzdem gibt es über ganze Baumgruppen Unterschiede. Das ist Esche, die normale Fraxinus excelsior. Das ist Linde im Sommer 18. Die heimische Esche, die hat natürlich das Eschensterben. Fingerrecht, klar, schwierig, alles weiß ich. Aber da, wo sie kein Eschensterben hat, kann die Hitze. Einer der größten Fehler ist, die Leute, ja, die Esche wächst am Fluss, die braucht Wasser. Die liebt Wasser, aber die kann trocken. Okay? Schauen Sie mal, das war die Linde, da die. Und das war die Esche nebendran, die hat gelächelt. Alle Eschen, die ich kenne, sind bei Hitze und Trockenheit viel besser, als man denkt. Oh, Esche, okay. Jetzt gehen wir da rein. Und das wäre jetzt Best Practice Nummer, ich habe ein neues Wort gelernt, Best Practice, da musst du einen Vortrag in Luxemburg halten, damit du das, ich möchte Ihnen ein paar Pflanzen zeigen, mit denen man wirklich, weil ich glaube, wir brauchen in Zukunft gemischte Alleen. So wie wir einen gemischten Wald brauchen, brauchen wir nicht nur eine und dann 100 Linden. Wir brauchen Vielfalt, weil es kann natürlich sein, dass morgen ein neuer Schädling kommt und wir fangen auch bei der Ulme wieder von vorne an. Okay? Und da sind jetzt 3 oder 4, wie ich meine, wirklich interessante Pflanzen. Das ist hier die Manna-Esche, Fraxinus annus, bei uns an der Straße. Wir haben die aber auch in 2021. Die kann Hitze und Trockenheit. Die ist absolut unterschätzt. Die rote, das ist Angustifolia Raybo, die stehen alle auf der Liste drauf. Mit dieser zauberhaften roten Herbstfärbung. Das sind alles Eschen und ich stelle mir diese Straße vor mit dem Wechsel. Das ist Pennsylvanica, die gelbe. Somit in dem Fall, die macht immer das schöne Gelb. Und ich stelle mir die vom Wuchs her, sind die beiden und die Amerikaner Autumn Applause, die sind sich sehr ähnlich. Und wenn du da dann eine abwechselnde Straße hast, dann hast du dieses bunte Herbstbild Indian Summer. Und die Dinger sind wirklich vergleichsweise gut. Und wenn Sie schauen, das ist, wie gesagt, jetzt die Amerikaner, Autumn Applause jetzt, eine sehr schöne Herbstfärbungssorte. Pennsylvanica und auch Amerikaner ziehen in Amerika auch rüber in diese Great Plains, der Taylor. Also die gibt es durchaus auch in vergleichbar trockenen Regionen. Und die Angustifolia und die Annus sind aus Südosteuropa, die sind ja fast heimisch. Also es gibt eine Möglichkeit, eine Eschen,
Allee zu pflanzen mit unterschiedlichen Arten und vor allen Dingen mit unterschiedlicher Herbstfärbung. Bei Esche schadet es nicht, wenn Sie die ersten Jahre mal eine Handvoll Dünger hinschmeißen. Das sage ich jetzt einfach so. Ich weiß, für manche Leute ist Dünger so ein Hexenwort. Die Esche hat nichts dagegen, wenn sie am Anfang ein wenig so einen Support kriegt. Ich spreche heute Englisch, Support. Und dann geht's gut. Vergesst mir die Eschen nicht. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, Angustifolia kann Eschensterben bekommen. In feuchten Regionen Norddeutschlands, ja. Bei uns lächelt die das weg, da ist es viel zu trocken. Und auch die heimische Esche, wenn sie das Laub immer wegmachen in der Stadt, kriegt viel weniger Eschensterben, als sie das bekommt am Flusslauf. Das ist die Ornus, das ist ja ein schöner Hausgartenbaum. Geben Sie der mal ein wenig Futter. Und dann kann die Fei, ich habe die auch schon gesehen, in so einer Farbe, vergessen Sie mir die Ornus nicht, auch in anderen Gestaltungspunkten. Ginkgo ist gut, schönste Gelb, ich bin gleich fertig. Ich schaue auf die Uhr, es ist 17.45 Uhr hier. Ich habe 15 angefangen, das heißt, ich habe 40 Minuten. So lange haben Sie mir zugestanden. Es ist immer wieder spannend, wenn wir ihn auf einen Bildschirm glotzt. Was ich Ihnen abschließend sagen will, ich hoffe, ich habe noch eine Minute. Sie haben noch eine Minute. Es gibt Unterschiede bei den Bäumen. Okay? Es gibt welche, die können einfach mit dieser Hitze und Trockenheit einen Zacken mehr zurechtkommen als andere. Das haben wir getestet. Ohne ein Minimum an Wasser, und das ist, glaube ich, die Steilvorlage für den Redner nach mir, geht gar nichts. Die ganzen Bäume, die wir im Hinterkopf haben, ich bin ein wenig so ein Fuzzi, ich gucke dann immer nach Sappen und noch was Neues. Am Naturstandort gibt es ganz wenige unter 400 Liter Wasser. Die haben dann 500, 600, 800, wenn es dann auf die Höhenzüge geht. Nur ganz wenig unter 400, 450 Liter Wasser. Ich habe Ihnen vorhin diese Städte, in die ostdeutschen Städte, Frankfurt, Würzburg, Erfurt, Leipzig gezeigt. Die hatten eben die letzten Jahre 300, 400, 500 Liter Wasser. Das ist auf Dauer viel zu wenig. Diese Städte Leipzig, Dresden, Berlin hatten in diesem Winter Dezember, Januar, Februar 50 Liter Wasser. Das ist viel zu wenig. Die hätten 250 gebraucht. Das heißt, es gibt Regionen, da wird es unten in der Erde immer trockener. Das heißt, der beste Baum nützt mir nichts, wenn ich nicht für ein nachhaltiges Bewässerungsmanagement zumindest die ersten Jahre dafür sorge. Und da kommen jetzt dann die Nachredner und der Prüser, die sind ja da alle viel besser als ich. Wir können es schaffen. Wir brauchen Schatten. Wir wollen Biodiversität. Unter einem Baum ist es bis zu 15 Grad kühler als in der freien Sonne. Und das ist in einer hitzegeplagten Stadt wie Würzburg oder sonst wo. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Körber. Wenn da das Herzblut nicht übergesprungen ist, dann weiß ich auch nicht. Also sehr viel Erfahrung und Recherche stecken da auch drin. Vielen Dank, dass Sie das alles mit uns geteilt haben. Jetzt kamen auch noch gar keine Fragen im Chat. Ich glaube, wir haben alle so an Ihren Lippen gehangen. Es war nur eine Anmerkung noch zu den Schilfmatten um die Baumstämme. Die Anmerkung, dass sich darunter auch Pilze entwickeln können wegen der Feuchtigkeit. Und ja, deshalb wäre vielleicht der Anstrich dann doch vorzuziehen. Ich bin ja noch auf Sendung, ne? Dürfe ich das Bild runter machen? Dann sehen Sie mich. Ich weiß nicht. Genau, das können wir gerne machen. Ja, einfach stopp. Ja, ist mir viel lieber. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich bin auch eher für das Streichen. Weil genau das, was jetzt der Kommentar war, du siehst nicht, was unter der Matte ist. Und wenn du die Matte dann nach 5-6 Jahren wegmachst, kann es sein, dass empfindliche Baumarten dann sich wieder auch erst eine Borke zulegen, einen Schutz bilden müssen. Und gerade bei Eiche und Co., wo wir auch immer wieder Probleme haben mit dem Eichensplintkäfer beim Verpflanzen, diese gestrichenen Bäume, da sehe ich halt einen Schädlingsbefall.
Da kann ich vielleicht auch einmal, ich weiß ja nicht, wie Sie denken, aber da kann man vielleicht auch einmal ein Insektenmittel draufstreichen, um diesen Schädling abzulindern, weil diese Splintkäfer, die Fichte, das wisst ihr alle, Borkenkäfer, das ist ja, ne, die Thujen verrecken bei uns. Das sind alles diese kleinen Käfer. Die sind eindeutige Profiteure vom Trockenstress. Die riechen die gestresste Pflanze und dann gehen sie hin und dann gehen sie rein. Jetzt bin ich wieder bei meiner weiß gestrichenen Linde. Da kann ich halt dann doch gucken, ist da irgendwas dran. Aber wenn man es richtig macht, geht ein Stammschutz mit Matte auch. Okay, danke schön. Dann kam noch eine Frage jetzt gerade im Chat zu Hecken, wie zum Beispiel Haselnuss, ob man die auch im städtischen Raum nutzen kann, weil die auch für verschiedene Insekten Pollen bieten. Eindeutig. Also ich mache jetzt noch einmal ein wenig Werbung, also das klingt jetzt ganz blöd. Aber ich weiß, dass diese Geschichten ankommen. Und wir müssen in Zukunft ganz ernst nehmen, dass es Leute gibt, die mit heimischen Pflanzen und sagen, Mensch, und dann ist doch das was für die Bienen und das Eichhörnchen und der Vogel. Super! Darum habe ich ja auch versucht zu testen, dass eben auch bestimmte Fremdländer, das Fremdländer ist ja ein bescheuerter Ausdruck. Ne? Wir brauchen in Zukunft auch eine Mischpflanzung, um einfach das Angebot an Nahrung über einen längeren Zeitraum. Und natürlich ist da die Haselnuss auch gut. Die Baumhasel als Baum, wir haben ja die Baumhasel, die zeigt aber ihr wahres Gesicht und das gilt auch für die Hasel. Wenn die am Fuß Probleme haben, also kleiner Pflanzraum, Salz, Verdichtung, diese ganzen, was wir den Bäumen antun, ist ja auch verrückt. Und wenn die das hat, dann schmiert sie ab. Wir haben momentan bei uns ganz viele sterbende Baumhaseln. Und auch die Haselnuss, wenn Stress hat, kriegt die Phytophthora und Pseudomonas. Also das heißt, wenn Haselnuss an einem gärtnerischen Standort, wo die einen guten Boden hat und sie schütten vielleicht im Sommer mal ein Liter Wasser hin, dann ist das ein tolles Gehölz. Ich liebe die auch. Sie blüht übrigens gerade. Okay, danke. Deswegen haben wir sie auch noch. Dann war noch eine Frage zum Baumsubstrat, die behalten wir uns aber für nachher, weil da kommen ja noch zwei Fragen. Da bin ich ganz ruhig. Genau. Sind die anderen viel besser. Okay, die behalten wir für später. Dann noch zu den Eschenarten, die Sie genannt haben. Ornus oder Amerikaner, Pennsylvanica, sind diese Arten völlig robust gegen das Eschensterben oder nur etwas weniger anfällig? Ornus bis jetzt, ich glaube sogar künstlich infiziert, faktisch null. Aber vielleicht ab morgen nicht. Wir haben auch irgendwann ein englisches Covid gekriegt. Es weiß niemand, was morgen ist. Alles, was ich sage, gilt nur für heute. Es kann sein, dass morgen früh. Aber die Ornus ist faktisch sauber. Da gibt es übrigens eine Kugel, wenn Sie in der Gestaltung sind, die Magic, die ist super. Das ist eine Hammerpflanze, okay? Angustifolia kann es bekommen, aber in Hamburg, die rote Raywood, meine Lieblings, ist echt ein Hammer. Und dann müssen Sie mal sehen, wenn die Bienen reingehen, da drehst du durch. Die kann das Eschensterben bekommen, aber eher im feuchten, ich sage mal Hamburg, als in Würzburg. Also da musst du jetzt wieder gucken, wo komme ich her? In Wien, weil ich gerade den Herrn Schmidt sehe, da unten kriege ich dir das garantiert auch nicht. Die kommt von da unten. Angustifolia wächst da unten. Pennsylvanica und Amerikaner werden bis jetzt als hoch robust eingestuft. Vielleicht ist mal einer dabei. Bloß, es gibt ja auch den American, den Eschenbeagle, ein kleiner Käfer. Wenn wir den kriegen, fangen wir bei der Esche wieder von vorne an. Aber nichts ist beständiger als der Wandel. War das eine Antwort auf die Frage? Also eigentlich sind es welche, die es am ehesten kriegt, ist wahrscheinlich die Angustifolia. Ne? Und ja, danke für die Antwort, Laura Panacci, Minister de l'Intérieur. Wenn das die Antwort war, ja. Gut, danke schön. Vergesst mir die Eschen nicht. Jetzt hat Tate auch noch eine Frage, vielleicht eine Abschlussfrage und dann behalten wir uns die anderen Fragen noch bis zum Schluss, weil Sie bleiben ja bei uns.
Ja, Herr Körber, es ist so, dass eine Reihe von Gemeinden bzw. auch Ministerium, zum Beispiel das Umweltministerium, als Empfehlung oder sogar als Regel hat, einheimische Arten zu empfehlen. Einheimische oder, was man vielfach jetzt findet, einheimisch bzw. standortgerechte Arten. Wie würden Sie denn diese Regelung abändern? Ist eine sehr gute Frage. Blanche Weber lacht jetzt wahrscheinlich, weil sie gesagt hat, ich könnte dir diese Frage stellen und ich würde dich aufs Glatteis führen. Sinngemäß, nein. Wir haben die gleichen Probleme im Wald bei den Forstleuten. Denen gehen die vier Hauptbaumarten momentan in Deutschland flöten. Da ist die Not sehr groß. Und es ist eine größere Akzeptanz bei den Arten, die ich vorhin gezeigt habe, die nördlich von Griechenland waren. Also die progressiv denkenden Forstleute in Deutschland sagen, okay, Hopfenbuche ja, die gibt es ja unten in Jugoslawien. Ich sage jetzt mal Jugoslawien, dann wissen Sie, was ich meine. Oder Zerreiche oder ungarische Eiche. Oder da gibt es einige, die wir in Zukunft aus meiner Sicht brauchen. Und da sagen die, die sind ja aus unserem Klimaraum durch die Eiszeit verschoben. Die akzeptieren wir, nicht alle. Ne? Und ansonsten ist meine Antwort, ich kenne diese Frage, kommt bei jedem Vortrag. Und lasst uns nicht gegeneinander boxen, sondern lasst uns miteinander gehen. Da, wo Naturschutzräume sind, da brauche ich keine Kletizia. Da soll die Natur machen, was sie will. Da halte ich mich auch wirklich raus. Ich rede von den Räumen, wo Menschen ihre Häuser hinstellen, wo sie mit dem Auto rumfahren. Und diese Räume haben mit dem Klima von früher, aus wo wir meinen heimisch, überhaupt nichts zu tun. Diese Idiotenhitze in Wien, diese 60 Grad über der Straße, die gab es nicht. Und da jetzt vielleicht eine ganz schöne Geschichte und dann komme ich, vielleicht hilft es, noch eine Antwort geben. Und ich lese momentan den alten Schenk, das ist ein Buch von 1930, da haut's dich hin, die haben früher schon alles gewusst. Und wissen Sie, was der sagt? Der deutsche Forst, das klingt dann in dieser Sprache noch übrigens so, wisst schon, ne? Der hat ja auch mit fremdländischen Fichten großen Erfolg hier, weil wir haben viele Pflanzen bei uns. Die Fichte wäre in Würzburg freiwillig nie hin. Bei uns gäbe es freiwillig nie eine Kiefer. Wir hätten bei uns ganz viele Buchen. Also ich spreche jetzt von meiner Region. Bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber wenn man die hingepflanzt hat und die kommt aus dem deutschen Wäscho, aus diesem, und dann ist die heimisch. Also der Begriff heimisch ist sehr dehnbar. Und noch einmal, draußen in der freien Landschaft, da soll die Natur machen, was ich will. Ich verstehe aber nicht, wenn ich an Straßenrändern vorgeschrieben bekomme, es muss heimisch sein. Weil der Straßenrand in einem mitteleuropäischen Land hat mit heimisch aus der früheren Zeit nichts zu tun. Salz. Salz, okay. Ist ja Wahnsinn. Die Ulmen können Salz, die Resista-Ulmen. Ich habe vorhin die Ulme angesprochen. Die Resistas können Salz. Aber bei den Ulmen merken sie es ja gar nicht. Dann sagst du pflanzt eine Ulme, das gehen sie alle happy. Der Papa ist aber vielleicht sibirische Ulme und die Mama ist sonst was. Das interessiert die nicht. Also da gibt es ganz viele. Lasst uns eine Vielfalt pflanzen und lasst uns an bestimmten Stellen, wo der Mensch ist, auch Dinge zu, die nicht jetzt aus unseren Grenzen sind. Und dann kommen wir, glaube ich, weiter. Aber okay, da habe ich eine herrliche, Amen. Herrliche Diskussion geführt. Amen. So jetzt. Ich habe gesprochen. Ich glaube, ich sehe Eike. Eike, du bist doch irgendwie da, oder? Jablonski? Der hat sich auch angemeldet. Der ist da. Ja, ich bin auch da. Wenn du mich hörst, Eike. Ich höre dich, hörst du mich? Geh zu mit diesen Marilandica, Stellata. Wir müssen an der Eiche, müssen wir noch was drehen. Ich habe die im Studel, vielleicht nicht an der Straße. Aber irgendwann bin ich froh, wenn ich irgendwo ein Gehölz habe, was wächst. Er ist Eichenpräsident oder Präsident der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft und Eichenfuzzi.
Lass uns bei den Eichen noch einmal Gas geben. Die sind zu gut. Okay, ja. Ich glaube, wenn ich das sagen darf, was mir wichtig ist, das ist jetzt, was du gesagt hast, Klaus, dass man den Unterschied zwischen dem Naturraum auf der freien Fläche machen muss und dem innerstädtischen. Und da müssen wir vielleicht auch in Luxemburg lernen, auch als Movement Ecologie zu sagen, okay, wir haben zwei Herangehensweisen. Denn wir werden zum Teil überschüttet auch von Waldbesitzern, die Lust haben, sich jetzt der Klimaanpassung, Ersatz von Bäumen, neue Forstwirtschaft. Und da sind wir sehr skeptisch, bis ablehnend, muss ich sagen, als Umweltbewegung. Aber wir müssen differenzieren. Und das lernt man ja immer mehr, wie wichtig die Differenziertheit ist und offen sein für neue Argumente. Und im städtischen Bereich ist die Situation sicherlich eine andere. Und dein Vortrag war wirklich sehr inspirierend, damit man das auch verinnerlicht. Also für alle anderen 180 Leute, ich habe mit der Blanche, der Vorname ist der Hammer, Blanche, haben wir ja ein bisschen geschrieben. Und ich sehe natürlich die Nöte und die Zwänge, die es in der Diskussion gibt. Aber ich glaube, wir können uns auf Dauer diese Luxusdiskussion nicht leisten. Und ich sage es jetzt noch einmal, wenn du irgendwo bei uns in Oberbayern oder sonst wo, Finger weg, aber im Wald werden sie sehen oder wirst du sehen, da wird sich automatisch ein schleichender Wechsel einstellen, weil es einfach Privatwaldbesitzer sagen, gibt, die sagen, ja, was soll ich denn pflanzen? Meine Fichte verreckt, meine Kiefer verreckt, meine Buche ist kaputt. Ja, aber ich sehe ein großes Problem überhaupt bei den derzeitigen Niederschlagsmengen. Ich glaube, ihr habt ja wegen mehr Wasser als wir. Aber ich sehe überhaupt ein Problem bei den derzeitig niedrigen Niederschlagsmengen bei uns, an manchen schlechten Standorten überhaupt wieder einen Wald zu kreieren. Also was zum Glück wirklich funktioniert, und dann komme ich auch wieder mit dem Naturschutz näher zusammen. Der Wald sät sich ja automatisch aus, das ist kirre. Wo dann die Fichte verreckt, plötzlich siehst du eine Jutlands, eine Nuss, die übrigens ein Profiteur ist. Oder plötzlich kommen Elsbeeren. Also auch da werden sich Gleichgewichte einstellen, ist meine Hoffnung. Ja, das passiert, das ist, muss man nicht hoffen. Bei euch sowieso. Wir haben Wald, wir haben Quercus cerris, Quercus pubescens als waldbildende Bäume. Ja. Und das ist auch Heimat, also das ist auch heimisch bei uns. Und das verschiebt sich einfach. Also wir müssen einfach zulassen, ich denke in der freien Landschaft müssen wir eine gewisse Dynamik zulassen und auch einmal den Mut haben zu beobachten, was passiert. Und dann kann ich ja schauen, ist da ein Baum dabei, der für meinen Forst passt oder nicht. Wenn ich da sofort wieder reinschieße mit irgendwelchen Arten, die mir jetzt gerade mal vorgeschlagen werden, dann begehe ich denselben Fehler ja nochmal. Und zu den exotischen oder sonst wie Bäumen in der Stadt wollte ich sagen, die Arbeit von deiner Kollegin Frau Böll, die ist doch wunderbar, wo ich sehe, dass auch eine sozusagen nicht heimische Art einen fantastischen Besatz mit heimischen Insekten und Viechern hat, die bei uns, ob denen ist das wurscht, ob sie Fraxinus pennsylvanica oder Fraxinus angustifolia fressen. Wenn du dich mit dem Zeug beschäftigst, Lavendel, ja, wo gehen sie hin? Schmetterlingsstrauch, ja, meinst du, das ist doch denen wurscht, Hauptsache die finden Nektar. Ich esse Kartoffel und Reis und Mais, das dürfte ich alles nicht essen. Als Urarier müsste ich irgendwelche Wildgetreide aus der Steinzeit, weil das andere Zeug Tomaten. Zwiebeln. Werde ich verrückt. Mais dürfen wir nicht essen. Vertrag ich. Ich habe noch eine Frage von Ben Gübel vom Straßenamt, die auch dazu passt. Deshalb nehme ich die jetzt noch, aber dann müssen wir auch weiterfahren. Dann bin ich mal dran. Genau, er wollte wissen, ob es auch zu Quercus veneto, glaube ich, ist es, oder ja. Ceris Biodiversitätsuntersuchungen. Ja, gibt. Okay. Danke für die Frage an den Stadtmann. Also an die heimische Eiche kommt niemand ran. Die hat ja, was weiß ich, also Quercus robur, 200, ich weiß nicht. Also wenn jemand wirklich interessiert ist, ich habe auch eine Aufstellung gemacht, welche Tiere und Pflanzen, also welche Vögel und Zeug gibt es an welchen Gehölzen? Schicke ich Ihnen als Word-Datei, können Sie machen, was Sie wollen. Also an die Quercus robur oder an die, also Trauben- oder Stieleiche kommt niemand ran. Die Roteiche hat ungefähr halb so viele Insekten und Tiere
wie eine heimische Eiche. Ich weiß, Sie haben noch Quercus cerris gefragt. Die Roteiche hat halb so viel, aber es ist immer noch viel. Und ich bin sicher, wir haben jetzt keine Tests gemacht, aber die Frau Dr. Böll, müssen wir mal gucken, ob die auch, die haben ja oben die ungarische Eiche und die Zerreiche in diesem Projekt 2021. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass da auch welche reingehen. Aber mit Sicherheit nicht in der Vielfalt, wie das die heimische Eiche macht. Aber wir müssen eh, wenn wir Biodiversität ernst nehmen, ich habe das versucht vorhin mit den Linden, wir müssen da auch ganzjährig denken und müssen gucken, wann blüht was und wann ist irgendwie, weil was nützt mir das, wenn alles im Frühjahr blüht und im Juli finden die nichts. Ich weiß jetzt, auf den Fragenden war das keine gute Antwort. Was ich leider sagen muss, wir hätten uns gehofft, dass an die Zerreiche und an die ungarische Eiche der Eichenprozessionsspinner nicht hingeht. Und der geht auch hin. Also wenn der hingeht, dann können aus meiner Sicht die anderen anständigen Insekten bitteschön auch hin. Tilia henriana ist was Herrliches für den Garten, nichts für die Straße. Aber späte Blüte, Hammer. Heinrichslinde blüht im September, ganz stark duftend, ist aber nichts für die Straße, wäre was Tilia henriana. Wäre was für euch oder wir fragen jetzt, ich sehe die Fragen. Wäre was sehr, sehr Schönes für einen Bienengarten als kleinerer bis mittlerer Baum. Und die Pubescens habe ich auch keine Zahlen zu der Biodiversität, aber der Stefan Schmidt hat es vorhin gesagt, ich glaube, die Pflaumeiche wird die nächsten Jahre viel, viel stärker. Und jetzt Herr Faber oder Tiet, da weiß ich jetzt nicht, was Vorname ist und Nachname. Das ist ja das Verrückte. Pubescens haben wir ein ganz kleines Vorkommen unten am Kaiserstuhl. Ungefähr so groß. Sehen Sie mich? Ja, ja. Und weil die so groß ist am Kaiserstuhl, ist die für die gesamte Bundesrepublik heimisch. Gleiches gilt für Acer mons besulanum. Da gibt es ein bisschen was an der Mosel und wieder da unten am Kaiserstuhl. Heimisch. Ne? Dann ist es für die komplette, bis nauf an die Ostsee, ist das Ding heimisch. Dieser Begriff wird gerne auch verboten, wie ich es gerade brauche. Und das Datum, Entdeckung Amerikas, Kolumbus, alles, was vorher war, ist von den Römern rübergebracht, ist heimisch. Und wenn du 4 Wochen zu spät warst, bist du nicht heimisch. Das möchte ich einmal, dass mir das einer gut erklärt. Ich verstehe das nicht. Michael, ich glaube, wir müssen aber jetzt abschließen. Ja. Genau, die anderen Fragen halten wir uns dann für nachher. Wie schon gesagt, Sie bleiben ja da, genau. Das heißt. Und ich mache jetzt einfach, ich bin jetzt weg, oder? Ich mache Stummschalten. Stummschalten. Und mein PowerPoint ist zu und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für die Präsentation. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Referenten, Herr Stefan Schmidt. Sie sind Landschaftsarchitekt, kommen ursprünglich aus Deutschland. Leben und arbeiten aber jetzt in Wien, wie wir schon gehört haben. Und zwar leiten Sie da die Abteilung Garten- und Landschaftsgestaltung an der Lehr- und Forschungsanstalt Schönbrunn. Und Sie unterrichten da auch und forschen zu den Schwerpunkten Pflanzen, Klima und Stadt. Wir freuen uns jetzt auch sehr auf Ihren Vortrag. Genau, ich probiere jetzt dasselbe Spiel. Ich probiere mal Bildschirm freigeben. Danke für die Einladung. Ich bin wirklich happy. Ich teile jetzt mal den Bildschirm, gehe hier auf... Hat es geklappt? Noch nicht. Ja, ich erlaube es jetzt aber. Ja. Jawohl, und wir gehen jetzt ja auf den Präsentationsmodus. Tut er das? Jawohl, da sehen wir das wunderbar. Sehr gut, ja. Alles da, ja. Ich kann jetzt wunderbar an den Klaus Körber direkt anknüpfen. Also ich bin seit 30 Jahren mit Baumsubstraten unterwegs, hier in Österreich. Wir haben also vor langer, langer Zeit begonnen, Baumsubstrate zu entwickeln, weil für die Stadt Wien, weil wir unzufrieden oder alle unzufrieden waren damit, dass wir quer durch Europa Lavagranulat und Blähschiefer und alle möglichen Materialien, die bearbeitet sind, verwenden, um damit Baumstandorte zu machen. Das ist also mein Kollege Erwin Murder, der ist Bodenphysiker am Bundesamt für Wasserwirtschaft und ich, wir sind dann angetreten und haben gesagt, wir müssen das doch schaffen, dass wir Bäume
dass wir Substrate entwickeln, die so ähnlich sind wie das Material, das in der Straße vorkommt. Schon mit dem Hintergedanken, dass wir ja vielleicht einmal unter die Straßen drunter können mit unserem Material. Und da und ein Straßenbauer lässt mir keine Lava unter die Fahrbahn einbauen und schon gar unter den Gehsteig schon auch nicht. Drum haben wir also Baumsubstrate auf der Basis lokaler Rohstoffe entwickelt. Also Split, Sand, Kompost. Das war es eigentlich. Mit dem haben wir angefangen zu arbeiten. Was wir aber gemerkt haben, ist im Laufe der Jahre, die beste Baumscheibe nützt uns nichts, wenn die Umgebung so baumfeindlich ist, dass die Wurzeln des Baumes nicht rauskommen. Jetzt dann, genau wie mein Vorredner bei dem Thema großkronige Bäume. Nur wenn ich großkronige Bäume habe, kann ich die Folgen der Klimakrise, also ich will da nicht von Klimawandel reden, ich denke, wir müssen sagen, deutlich, es ist eine Klimakrise, in der wir sind, also Krisen in dem Sinn, dass ich vielleicht auch gestärkt daraus hervorgehen kann, wie ich die Folgen der Klimakrise im öffentlichen Raum der Gemeinden abmildern kann. Dazu brauche ich großkronige Bäume, keine schmalkronigen, dichten, ich sage immer so Stinkefingerbäume dazu, also die eigentlich kein Volumen haben. Ich brauche Volumen und ich brauche, aber damit die Bäume sich so entwickeln, brauche ich ausreichend Bodenwasser. Ich brauche einfach die Feldkapazität im Untergrund, eine ausreichende Feldkapazität, um diesen Verdunstungseffekt zu schaffen. Und ohne Wurzelwachstum gibt es einfach kein Baumkronenwachstum. Deshalb haben wir dieses Schwarmstadtprinzip entwickelt, über das ich jetzt in der Folge so ein bisschen reden möchte. Wir sehen hier, dieses Bild hat Klaus Körber, glaube ich, auch oder ein ähnliches auch gezeigt. Das ist hier unsere Haupteinkaufsstraße in Wien. Da sehen wir das verwirklicht, was wir in den Straßenzügen eigentlich brauchen. Wir brauchen ein Dach mit dem lichten Schatten von Bäumen. Die setzen hier über der Belletage an, also die Baumkronen sind hier höher als das erste Obergeschoss, machen eine lockere Krone und sie stehen hier in einer befestigten Fläche. Das ist jetzt keine Schwarmstadt, das ist ein Zufall, was wir hier sehen. Hier ist unten drunter die U-Bahn und die haben flächig Baumsubstrat eingebaut damals für ein Heidengeld. Deswegen haben die Bäume auch so, sind die Bäume so schön groß und kräftig und wachsen hier so fantastisch. Die sind aufgeastet auf 8 Meter, das muss man sich vorstellen. Und die machen genau das, die machen hier das Wohnzimmer der Stadt, die machen einen Baldachin über das Wohnzimmer der Stadt. Und der Boden ist so, dass ich mich überall aufhalten kann. Und so muss es nicht nur in den Städten sein, brauche ich auch in den Gemeinden. Klimakrise noch ganz schnell, da ist ja jetzt wahnsinnig viel drüber gesagt worden, ich will nicht anfangen zu langweilen, aber das rechte Ende der Kurve, das macht mich jedes Mal nervös, wenn ich es sehe. Das ist von der ZAMG, das ist die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. Die Kurve steigt, das sind die Sommer, die Ausnahmesommer. Seit 1990 wird es bei uns immer wärmer und wärmer und wärmer und der Trend geht immer weiter. Und jetzt nochmal, das Einzige, was uns im Freien hilft, wir können keine Klimaanlage in eine Straße bauen. Wir brauchen Bäume und zwar Bäume deshalb, weil die etwas tun, was wir auch tun. Wir schwitzen, also die Bäume verdunsten Wasser und sie verdunsten umso mehr Wasser, je mehr Kronenvolumen, je mehr Blattfläche sie haben. Neben all den anderen Effekten, die ein Baum noch, Klaus Körber hat es erzählt, wir haben also CO2-Bindung, wir haben Feinstaubfilterung, wir haben, name it, wir haben hier Biodiversität in der Krone, wir schaffen aber auch ästhetische Werte wie Identifikation mit einem Ort, ist eine ästhetische Funktion, also das sieht einfach auch sexy aus, wenn eine Straße eine Allee hat, egal ob das jetzt verschiedene Bäume oder einheitliche sind, also ich bin eher so der einheitliche Typ, aber ohne Grün, kein Grün, ohne Blau. Also wenn von unten nicht Wasser nach oben transportiert wird, habe ich die Verdunstung nicht. Also Pflanzen wirken nur bei ausreichendem Wasserangebot im Boden. Und wir sehen hier die Grafik, die ich zeige. Herr Körber hat sich an einer Grafik aus Wien bedient. Ich bediene mich an einer Grafik aus Tschechien. Also ich gehe noch ein bisschen weiter nach Osten, aber die ist einfach so schön mit der Wärmebildkamera, wo ich das wunderbar sehe. Also wir haben hier ohne Bäume haben wir das hier, mit Bäumen haben wir das hier.
Denselben Effekt können wir nicht erzielen mit einem Sonnenschirm. Also ein Baum ist kein Sonnenschirm und ein Baum ist auch keine Nebeldusche. Das ist momentan das Gadget Nummer 1, um Straßen klimafit zu kriegen angeblich. Warum? Weil Schatten und Kühlung, ein Baum macht Schatten und er kühlt. Ja? Das ist Evapotranspiration. Das ist was ganz anderes als der Schatten. Ja? Also das sieht jeder, der in einem Gastgarten, in einem schattigen sitzt, also unter einem Sonnenschirm kann ich vielleicht eine Fanta trinken, aber unter einer Linde oder unter einer Kedice von mir aus, das ist ein bisschen moderner, kann ich auch ein Bier trinken, weil das bleibt länger kühl. Wir haben aber verschiedene Probleme bei diesem Thema, der Baum ist der Beste. Wir haben das Zeitproblem und das Zeitproblem ist ein dramatisches. Entlang der Zeitachse sehen wir, dass es hier, das ist der Großraum Wien, wieder die ZAMG, es wird immer heißer, 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 heißer. 2080 haben wir Sommertemperaturen wie Kairo, 2050 wie Neapel, wenn es wahr ist. Ich hoffe, es ist nicht wahr, aber es sieht ganz so aus. Und um hier gewappnet zu sein, müssen wir 2020 Bäume pflanzen, damit wir 2080 die Kronen haben, die uns vor dieser Hitze bewahren. Und das ist ernst. Wir müssen jetzt anfangen, Bäume zu pflanzen. Und wenn wir Bäume pflanzen, müssen wir sie so pflanzen, dass sie entsprechend Wurzelraum haben. Das ist, jetzt habe ich eine Grafik aus Pfalz-Hirchheim dabei, die das so schön veranschaulicht. Also je größer ein Baum wird, umso mehr Wurzelraum braucht er. Wir haben 1 Quadratmeter Kronenprojektionsfläche, ist die Faustformel, braucht 0,75 Kubikmeter Wurzelraum. Wenn ich das anlege, dann sehe ich ein großer Name-It-Baum, es ist egal, 150 Kubikmeter. Ein Baum, der nach 20 Jahren 24 Kubikmeter. Und was wir ihnen anbieten, ist aber die Standardbaumscheibe mit 2x2 Metern, das ist gerade mal so viel, das kann nicht ausreichen. Wir sehen diese Baumscheiben. Ich habe hier ein fantastisches Foto, das ist der Baum, der steht vor meinem Büro. Also das ist die Baumscheibe des Baums vor meinem Büro. Der ist der war 5 Jahre da drin, dann ist er neu gepflanzt worden, jetzt steht er wieder 5 Jahre und der wird wieder ausgetauscht werden, weil der Baum hier nicht in die Umgebung rauskommt. Ich habe hier eine kleine Badewanne gemacht, dichte Wände, kein Wasser in den Untergrund. Entweder die Bäume ersaufen, weil das Wasser nach unten nicht weggeht, wenn ich die automatische Bewässerung drin habe, oder sie verdursten, weil einfach kein Wasser drin ist und die Wurzeln nicht nach der Seite raus können. Dieses Bild von meinem Kollegen Örjan Stahl aus Stockholm zeigt das ganz schön. Das ist ein Parkplatz. Hier stehen die Bäume in Badewannen und hier haben die Bäume auch eine Badewanne unten, aber sie haben einen kleinen Anschluss an die nicht verdichteten, etwas offeneren Bereiche am Rand und die werden einfach größer. Sobald die auch nur einen Hauch von offenem oder einen Hauch von Boden finden, wachsen die Bäume. Das ist ein Bild, das ist unser Zustand. So schaut es momentan aus. Das liegt aber nicht an der versiegelten Fläche. Wir schauen uns diesen Baum an. Das ist eine Platane, die steht hier in der Wiener Innenstadt. Die steht dort schon sehr, sehr lang. Das ist eine alte Straße. Hier wird jetzt zum x-ten Mal die Oberfläche neu gemacht. Der Baum hat keine Wurzeln. Haha. Der Baum hat schon Wurzeln, aber der hat die Wurzeln dort, wo sie wirklich sicher sind, nämlich im Untergrund, weil das eine alte Straße ist, weil die ist gebaut worden wie zur Römerzeit mit ganz vielen, die ist auch so verdichtet, dass da Autos fahren können, aber es gibt ganz viele Klüfte und Hohlräume und Spalten, in denen sich Wurzeln entwickeln können. Und dann kann ein Baum auch groß und alt werden und wir können auch die Umgebung des Baums durchaus bewohnen, weil der Wurzelraum unter den Tragschichten ist. Das muss aber nicht immer gut rauskommen. Das ist ein Foto aus Hamburg von Markus Streckenbach. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben, das kann ich nur empfehlen. Das heißt Praxishandbuch Wurzelraumansprache. Da steht alles drin, was man über Wurzeln wissen muss, wenn man als Gärtner oder als Planer in der Stadt arbeitet. Wir schauen uns diese alten Linden an. Wie schaut es unten drin aus? Da wird hier gerade eine Leitung neu gebaut und wir sehen das ganze Drama. Dieser Baum hat kein weitstreichendes Wurzelsystem hier irgendwo unten, sondern der Baum, der hat einzelne wie Pipelines,
rausgeschoben in die benachbarten Vorgärten. Und das heißt, es kann sein, dass so ein großer Baum 5, 6 wichtige Hauptwurzeln hat. Und wenn ich jetzt eine Leitung baue und ich erwische genau 2 von denen, dann kill ich ein Drittel der Krone. Also durch die geringe Zahl der Versorgungswurzeln sind diese Bäume ganz besonders gefährdet. Aber Bäume gefährden natürlich auch Leitungen, weil sie wachsen genau dort, wo der Boden weniger verdichtet ist, nämlich entlang der Leitungstrassen. Oder sie wachsen in der Ausgleichsschicht unter den Belägen. Also die suchen sich durchwegbare Zonen, wo Wurzeln durchwachsen können und richten dann diversen Schaden an. Eine Wurzel kann an ihrer Spitze einen Druck von 15 Bar aufbauen. Die Wurzel wächst immer nur an der Spitze. Ja? Und die schafft 15 Bar. Das heißt, die kommt locker in jede Muffe einer Abwasserleitung oder in jeden Spalt hinein und kann dann dort einfach weiter wachsen. Und das führt dann zu diesen Wurzelschäden. Aber diese Wurzelschäden an den Rohren, die treten nur auf, weil unsere Denke nicht passt, weil wir den Baum nicht als in seiner Funktion als Infrastrukturelement nicht ernst nehmen. Wir kasteln die Bäume in solche kleinen Flächen ein und in ihrer Not schieben sie irgendwo die Wurzeln raus. In einer völlig wurzelfeindlichen Umgebung ist einfach die Leitung noch die beste Wahl. Und sie haben nur wenige Wurzeln nach außen. Besser wäre es, da bin ich jetzt bei unserer Schwammstadt angelangt, besser wäre es, wenn wir dem Baum ein Milieu im Untergrund bieten, wo er Wurzeln in allen 3 Dimensionen ausbilden kann und sich so wirklich in der Umgebung verankern kann und auch in der Umgebung sich Bereiche für Nährstoffversorgung und Wasser erschließen kann, dann ist die Leitung nicht mehr der Hauptwuchsraum für einen Baum. Und es gibt auch nicht die Pipelines, sondern es gibt hier wirklich viele Wurzeln. Und wenn ich da mal aufgrabe und erwische ein paar davon, dann tötet es den Baum nicht sofort. Damit wären wir angekommen beim Thema Schwammstadt. Also, Schwammstadt, keine Pipelines in den Nachbarflächen, weniger Wachstum an Leitungen, dreidimensionale Erschließung. Und die Wasserzufuhr kann ganz einfach durch die Gullis erfolgen. Also das Wasser geht durch den Gulli nach unten, breitet sich hier unten im Untergrund aus. Man kann dem nachhelfen mit Drainageleitungen, aber im Prinzip kann ich hier in den Gulli sauberes Wasser reinlassen, belastetes Wasser von der Fahrbahn vielleicht, lasse ich in den Kanal oder leite es über einen Rain Garden in den Untergrund. Der Unterbau kann hochverdichtet sein, ich zeige dann das Prinzip gleich, und trotzdem porös. Und ich kann die Hohlräume mit einem Material füllen, mit einem Feinboden füllen, der ausreichend Feldkapazität hat, mit einer optimalen Feldkapazität, dass das Wasser auch in den Poren gehalten wird. Ich habe das hier, das ist eine Skizze, die ich für so ein Projekt gemacht habe, für die Kollegen, dass sie es besser verstehen, wie das funktioniert. Ja, also wir haben, welche Wege nimmt das Wasser von der Oberfläche nach unten? Es kann entweder über einen Rain Garden gehen, dann läuft das hier hinein. Hier nach unten. Und wird durch einen Bodenfilter nach den Richtlinien, wie es eben sein muss, gefiltert. Das geht bei uns sind diese Flächenkategorien, also für einen stark befahrenen, frequentierten Parkplatz ist das ausreichend. Das Wasser geht nach unten. Der Rain Garden muss nicht unbedingt neben dem Baum sein, der kann irgendwo sein. Das Wasser geht nach unten, verteilt sich im Schwammstadtkörper. Oder das Wasser geht über einen Einlauf nach unten. Unsere Schwammstadt ist immer aufgebaut in Schichten. Jede Schicht wird verdichtet, so wie es der Tiefbauer gerne hätte. Also wir verdichten hier mit 36 Meganewton pro Quadratmeter. Das ist die Anforderung an den Unterbau. Dann wird in die Schicht hochverdichtet das Feinmaterial eingeschwemmt, sodass die Poren sich füllen, ohne dass sich der Verdichtungsstatus verändert. Dann die nächste Schicht. Dann kommt eine Belüftungsschicht drüber. Die besteht aus einem Split 32-45. Das ist dafür da, um Wasser zu verteilen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Gase austreten können aus dem Boden und dass die Luft, die hier verdrängt wird durch das Wasser, das kommt auch irgendwo hin kann.
dann kommt ein Vlies und drüber kommt der ganz normale und die ganz normale Tragschicht einer Straße. Das ist das Prinzip. Baum steht im Baumsubstrat wie gehabt. Baumscheibe kann bepflanzt sein oder auch nicht. Das ist dann Geschmackssache, wie man das machen möchte. Hier ist so ein kleines Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Das ist in Innsbruck vor einem Bahnhof. Also wir haben hier die Rain Gardens. Wir haben hier Leitungen, die zu den Bäumen führen, die jetzt keinen Rain Garden haben. Und der Schwammstadtkörper ist hier dieser Bereich. Wir rechnen ungefähr mit 35 bis 40 Kubikmeter pro Baum. Das ist ein guter Start, dass der Baum mal die ersten 10, 15 Jahre seine Wurzeln entwickeln kann und möglichst viele Punkte findet, wo er an die Umgebung, in die Umgebung rauskommt. Herr Schmidt, ich habe es vielleicht nur nicht mitgekriegt, aber können Sie noch mal sagen, was genau ein Rain Garden ist? Ach so, Entschuldigung, das habe ich. Ein Rain Garden ist ein Bodenfilter, ein vertiefter Bodenfilter, also so wie eine Sickermulde, mit in dem Wasser aus der Umgebung hineinläuft, dort durch ein definiertes Substrat mit einem ganz festgelegten KF-Wert nach unten versickert und sich und dadurch gereinigt wird. Also das ist eine Technik, mit der man leicht bis mittelverschmutztes Straßenwasser in den Untergrund einleiten kann. Okay, danke schön. Ja, und das direkte Versickern ist nur zulässig bei schwach, also hier in Österreich jedenfalls, bei schwach verschmutzten Flächen. Okay. Ja? Und in dieser Zeichnung, wo müsste man sich jetzt die Rohre vorstellen? Würden die jetzt einfach da durchlaufen? Oder? Die Rohre laufen einfach durch. Okay. Die Rohre laufen einfach quer durch, ja. Okay, dort, danke schön. Ja, da kann man dann, sehen wir vielleicht noch eine Zeichnung, wie das dann mit dem Rohr ausschaut. Mhm. Ja, also wir schieben ja selber Rohre durch. Jetzt nochmal zu den Rohre sind im Grunde kein Problem. Das Problem ist vielleicht die Fassade, wenn ich Angst habe, das sehe ich hier, wenn ich Angst habe, dass Wasser an eine schlecht isolierte Kellerfassade rankommt, dann lege ich hier einfach eine Folie ein. Wenn ich Rohre durchschicke, kriegt die einfach auch eine Folie oder ein Vlies, kriegen die Rohre eine Folie oder ein Vlies drüber, um zu verhindern, dass die Wurzeln dazu heftig an die Rohre rankommen. Aber je mehr durchwurzelbaren Raum, ich habe das vorhin gezeigt, also je mehr durchwurzelbaren Raum ich habe, umso weniger interessiert sich der Baum für Rohre. Der interessiert sich für Rohre, weil er nirgends anders hin kann. So, jetzt nochmal, wie funktioniert das Ganze? Also ich habe eine Lastübertragung über ein Skelett, das besteht bei uns aus Grobschlag. Also wir arbeiten mit Material 100, 150, ganz, ganz grob, 150 mm Brocken. Es entstehen 30% Hohlräume, wenn ich das so baue. Diese Hohlräume kann ich entweder für Retention verwenden, dann kann ich 300 Liter Wasser, Niederschlagswasser pro Kubikmeter speichern. Die belasten mir mein Abwassersystem nicht sofort, sondern die werden zurückgehalten. Oder ich fülle diese Hohlräume mit einer Struktur für die Wurzeln, mit Sand und mit Schluff. Den Sand brauche ich für die Luftporen, den Schluff oder den Feinsand für die Wasserporen. Ich muss versuchen, dann eine optimale Situation für eine optimale Feldkapazität zu schaffen. Und dann werden auch noch Nährstoffe beigemischt. Das ist, wir nehmen da kurzfristig einen Dünger, wir nehmen mittelfristig einen Kompost, der kommt aus der Gemeinde, der Sand kommt aus der Gemeinde, aus der Umgebung, der Grobschlag auch. Und womit wir jetzt begonnen haben, wir verwenden Biokohle als langfristigen Nährstoffspeicher. Und auch als Strukturelement im Boden. Die Biokohle entsteht in Pyrolyseanlagen. Also wir haben ein paar Gemeinden jetzt in Österreich, die ihre Bioabfälle in Pyrolyseanlagen verkohlen und damit Energie erzeugen. Und das Abfallprodukt ist Biokohle. Das kann verwendet werden dann zum Beispiel, als ist eine perfekte CO2-Senke und ich kann es verwenden, um damit den Wurzeln Gutes zu tun. Wie funktioniert das Ganze? Nochmal ganz kurz. Wir haben also den Lastabtrag über die Kanten des Grobschlags oder des Steinmaterials, das ich einbaue. Deswegen sollte es ein gebrochenes Material sein. Es sollte vielleicht Dolomit sein und kein Kalk, damit die Kanten schön stabil sind.
ich habe eine Tragfähigkeit, die kann ich definieren wie für den Unterbau. Ich habe 30% Hohlräume, die ich mit Substrat füllen kann. Und zwar mit einem Schlemmsubstrat, das ich dann mit hohem Druck und wenig Wasser einschlemme. Um das einschlemmen zu können, brauche ich dieses grobe Material. Also auch ein feineres Material würde die 30% Hohlräume haben, solange ich mich in einem Einkornbereich bewege, solange ich nicht zu viel feines Material dazwischen habe, so wie da hinten im Bild. Da kriege ich ja nichts mehr rein. Aber ich kann das nur einspülen, wenn die Hohlräume groß genug sind. Jetzt, wenn es recht ist, zeige ich nochmal ein Projekt her, wie das Ganze dann tatsächlich vor sich geht. Also Step One, wie fange ich an? Ich muss mal feststellen, wie der KF-Wert des Untergrunds ist. Ob das Wasser überhaupt nach unten versickert oder ob ich nicht dabei bin, wieder eine Badewanne zu bauen. Wenn das Wasser nicht versickert, muss ich hier ein Drainrohr einlegen, das das Überschusswasser wegnimmt. Also ich mache einen kleinen Versickerungstest. Ideal wäre nach der Versickerungsbeiwert einer Baumgrube nach FLL. Das ist ein KF-Wert von 10 hoch minus 6 Meter Sekunde. Dann mische ich mein Substrat, das kann ich in der Gemeinde selber machen. Das ist Kompost und Pflanzenkohle im Verhältnis 1:1. Ich nehme den feinen Gemeindekompost, Pflanzenkohle dazu. Ich mische das, ich befeuchte das ein bisschen, lasse das gehen ein paar Tage. Ich gebe dann zu dieser aktivierten Kompostkohle, wir sagen dann, die ist aktiviert, geben wir ein Sand-Schluff-Gemisch dazu im Verhältnis 1:4. Hier muss das muss man sich genau anschauen, dass die Siebkurve passt. Wenn das zu bindig ist, dann mache ich hier keinen Schwammstadtboden, sondern so eine Art türkischen Honig. Das muss also wirklich passen. Dann teste ich das Ganze in einer Wanne oder irgendwo, ob das tatsächlich sich einwaschen lässt, das Material. Und dann baue ich es ein. Feinsubstrat mit Wasser in den Grobschotter einschlemmen. Hier sehen wir das bei einem Projekt, das ist ein kleiner Platz in Wien. Da wird gerade der Grobschlag eingebaut. Hier im zweiten Bild sehen wir, wie das Feinmaterial verteilt wird, das wir vorher so gemischt haben. Das ist eine, ja, die Menge ist ganz klar. Ich habe, das kann man sich ja ausrechnen, pro Kubikmeter habe ich 30 Volumensprozent Hohlräume, also 30%, also 0,3 Kubikmeter, und davon will ich jetzt nicht alles mit dem Material füllen. Jetzt muss ich mal ausrechnen, wie viel Material ich drauf gebe, und dann wird es eben mit einem Hochdruckschlauch, mit so einem Feuerwehrschlauch eingewaschen. Darüber kommt dann diese sogenannte Ausgleichsschicht. Da unten sieht man noch ein Stückchen von dem bereits eingewaschenen Schwammstadtmaterial rausschauen. Wir machen dann hier drüber die Verteilungsschicht. Von da sieht man so einen kleinen Einlauf, über den kommt das Wasser hier aus der Umgebung in Zukunft rein und verteilt sich dann hier, unterstützt durch ein Vollsickerrohr in der Fläche. Dann haben wir hier die zukünftigen Baumstandorte. Das muss man nicht so aufwendig machen, das haben die Kollegen sich so eingebildet, dass sie so einen Teil haben wollen. Man kann das auch einfacher machen, man kann einen Kantenstein einfach setzen. Da wird dann der Baum reingesetzt in Baumsubstrat. Dann kann man dann auch als Starthilfe am Anfang bewässern. Man kann auch eine automatische Bewässerung einbauen für die ersten Jahre. Wir glauben, dass langfristig die Bäume wir können nicht davon ausgehen, da muss ich dem Klaus Körber irgendwie, das muss ich relativieren, wir können nicht davon ausgehen, dass in Zeiten der Klimakrise wir unsere Stadtbäume endlos mit Trinkwasser bewässern können. Irgendwann ist das Schluss und wir sollten kein System entwickeln, wo die Bäume ihr Leben lang am Tropf hängen. Je mehr Raum, je mehr Wurzeln, umso mehr pflanzenverfügbares Wasser. Das ist mein Credo. Dann kommt hier drüber, über diese Ausgleichsschicht kommt ein Vlies und darauf kommt dann ein abgestuftes Korngemisch, also so ein, in Deutschland heißt es ja Mineralbeton, in Österreich gibt es ja wieder andere Ausdrücke dafür. Also ein Material mit Feinanteilen drin, und die sollen natürlich hier nicht in dieser Verteilungsschicht landen. Drum kommt ein Vlies drüber, dort wo ich keine Bäume habe, und dann wird drüber die Straße gebaut oder der Platz in dem Fall. Ja, also wir schaffen auf die Art wirklich einen nutzbaren, großzügigen Freiraum, in dem drin Bäume stehen, so viel ich möchte. Und ich habe trotzdem
die Möglichkeit, den Bäumen, die Bäume können sich praktisch in einem unterirdischen Beet, wenn man so will, die Wurzeln ausbreiten. Die haben also diesen Riesenraum zur Durchwurzelung und können sich das Wasser holen. Und der Clou dabei ist, ich kann die Bäume dann einfach über denselben Einlauf, wie hier haben wir so eine Rinne, kann ich die Bäume natürlich auch wässern, wenn ich möchte. Lasse ich da einfach Wasser reinlaufen, dann kriegt der Baum das. Wir begleiten das Ganze auch forschungsmäßig. Also wir haben hier die Bäume draußen, die gucken wir uns, die monitoren wir, wenn die Gemeinden genug Geld ausgeben. Wir haben hier unsere kleine Anlage, wir haben hier Schwammstadt-Lysimeter gebaut. Also das ist, da ist die Schwammstadt im Kleinen nachgebaut. Wir stellen hier die Bäume rein, messen den Sapflow, den Saftstrom im Stamm nach oben und sehen, was der Baum aktiv verdunstet. Gleichzeitig messen wir unten das Matrixpotenzial im Boden und wir sehen die Wasserqualität mit Saugkerzen in diesen Lysimetern. Und wir haben Plexiglasrohre eingebaut, die sind hier unter den Schutzhülsen drunter. Dort können wir mit dem Endoskop reinfahren und schauen, wo die Wurzeln gerade stehen. Die Bäume sind letztes Jahr, also 2020 im Frühjahr gepflanzt worden und jetzt im Winter haben wir, weil es da gab so eine Fernsehsendung, die wollten das unbedingt sehen. Wir sind hier jetzt mit den Feinwurzeln in der kurzen Zeit schon 2 Meter im Schwammstadtsubstrat drin. Also das Baumwachstum findet oder das Wurzelwachstum findet wirklich rapid und schnell statt. Und eine Zahl, die wir vielleicht allen, die jetzt ein bisschen skeptisch sind, noch mitgeben können. Wir haben hier unten die alten Lysimeter, die sind 3x3x 1,7 Meter, das sind also ungefähr 15 Kubik, die sind nach 5 Jahren Standzeit komplett durchwurzelt. Also die Bäume, die haben unser neues Baumsubstrat, das hat wunderbar funktioniert. Die Bäume sind 5 Jahre prächtig gewachsen und im 5. haben sie geschwächelt. Und wir haben dann, wie wir die neue Anlage gebaut haben, jeden 2. rausgenommen und haben gesehen, das ist bis in 1,70 Meter Tiefe vollständig durchwurzelt. Aber dass irgendwann, und wir sehen, wir haben das an den Messergebnissen gesehen, irgendwann ist der Boden dort ausgetrocknet, weil die Bäume zu viel Wasser rausnehmen. Die brauchen einfach mehr Raum. Deswegen die Message, geht nach draußen. Wir brauchen, das ist unser Fazit, wir brauchen die Straßenplaner unbedingt dazu. Wir müssen einfach erreichen, dass Bäume als Infrastrukturelement genauso ernst genommen werden wie ein Lichtmast oder ein Verkehrszeichen. Und all diese Infrastrukturelemente haben ihre Bedingungen. Und die Bedingung des Baumes ist, dass er die Wurzeln unter den Fahrbahnnebenflächen und vielleicht sogar unter der Fahrbahn benötigt, um wachsen zu können. Und dazu müssen wir die Bedingungen schaffen. Mit der Schwammstadt haben wir die Technik, wie das gehen kann. Jetzt geht es darum, dass wir möglichst viele Beispiele haben und dass wir es schaffen, mit dieser Idee in die Regelwerke, in die Normen, in die Vorschriften für den Straßenbau reinzukommen. Daran arbeiten wir hier in Österreich gerade. Es ist nicht ganz einfach, die alle zu überzeugen, aber wir kommen Schritt für Schritt vorwärts, weil alle Welt sieht, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben noch nie so viele Bäume gepflanzt wie heute und es sind uns noch nie so viele Bäume gestorben, und zwar nicht irgendwann, sondern ungefähr nach 20 Jahren stirbt in Deutschland, in Österreich, wahrscheinlich auch in Luxemburg. Ich bin nicht allein, also das bin ich hier, ich bin nicht allein, sondern wir haben eine große Truppe von Leuten, die aus der Verwaltung kommen, Landschaftsarchitekten, Leute, die von den Unis kommen, und wir alle zusammen sind der Arbeitskreis Schwammstadt. Wir bemühen uns, das Thema weiterzubringen. Und in dem Sinn sage ich danke, danke dafür, dass Sie mir jetzt zugehört haben. Und ich bin wieder zurück in der wirklichen, in der virtuellen Welt persönlich. Ich hoffe, ich war in der Zeit. Ich habe mich total beeilt. Ja, und bin sehr neugierig auf eine Diskussion. Genau, wir bedanken uns bei Ihnen. Es gab auch eine Frage im Chat, die gebe ich direkt weiter. Und danach noch eine von Tate Faber. Und danach möchten wir aber weiterfahren und nehmen dann die nächsten Fragen erst ganz zum Schluss. Also die eine Frage aus dem Chat bezieht sich auf die Kosten. Ja. Wie da die Mehrkosten sind für das Schwammstadtprinzip. Das kann ich nicht beantworten. Das kommt darauf an, was ich vorhabe. Wenn ich eine Straße neu baue,
Also wir sind mit der Schwammstadt in dem großen Stadterweiterungsgebiet in Wien, in der Seestadt Aspern. Da wird der Unterbau neu gemacht. Und ob ich den Unterbau jetzt mit Grobschlag mache oder mit irgendeinem anderen Material, das ist im Grunde sind das alles Straßenbaumaterialien. Da ist das relativ kostenneutral. Wenn ich eine Straße umbaue, heißt das, da muss ich 60 Zentimeter mehr in die Tiefe gehen, als ich normalerweise gehe, wenn ich nur an der Oberfläche arbeite. Dann wird es teuer, dann bin ich bei ungefähr 200 Euro pro Kubikmeter, wenn ich die ganze Infrastruktur dazu rechne. Ich muss es natürlich gegenrechnen mit dem, was ich dann wegkriege. Ich habe weniger Infrastrukturkosten, ich kann mehr Wasser versickern. Also es ist immer die Frage, was man mit was vergleicht. Also ich traue mir es nicht zu sagen. Ich kann sagen, was das Material kann man sich angucken, was es kostet. Also das ist nicht, das kostet, wenn das die Gemeinden selber machen, kostet es so gut wie nichts. Wenn man es teuer kauft und quer durch Europa karrt, ist es teuer. Vor allem habe ich damit einen Baum, der gesund ist. Was ist mir das wert? Eben, das muss man ja auch mit einrechnen. Das muss man mit einberechnen. Wir haben Projekte, da pflanzen die wirklich alle 7, 8 Jahre die Bäume neu, weil die einfach nicht wachsen, weil kein Wurzelraum da ist. Ja? Und dann sind wir noch bei der Frage der Baumartenwahl, aber da haben wir jetzt ja genug drüber gehört. Ja? Die Baumartenwahl ist dann überhaupt der große, das ist das große Problem. Ja? Was nehme ich dann für Bäume da drin? Das gehört dazu, ganz unbedingt. Was ich sagen kann, ich brauche Bäume mit großen Kronen. Gibt es für das Schwammstadtprinzip denn spezielle Bäume? Also nein, die Sie funktionieren alle. Was wir machen, ist ja nichts anderes. Also ich komme aus Wien. Der Wienerwald ist ein Kalkstandort und der Boden heißt Ranker. Also ein Ranker, das sind eigentlich auch nur grobe Kalksteinbrocken und dazwischen ist ein bisschen Erde. Da wächst bei uns der Wald drin. Also das ist jetzt nichts Neues. Also wir haben hier Zerreiche, Pflaumeiche, Elsbeere, das wären schon mal Bäume, die ganz gut funktionieren. Ich habe Ihnen das Bild am Anfang gezeigt von Wien, von der Mariahilfer Straße, das sind Kletitschien, die funktionieren fantastisch. Wir haben gute Erfahrungen mit dem Arzamons Pesulanum gemacht, also mit dem Felsenahorn, der wächst an der kroatischen Küste. Der steht auch genau in so einem Material drin und der hat verdammt wenig Wasser. Wir haben gute Erfahrungen mit der Hopfenbuche, Austria, Carpinifolia, funktioniert auch fantastisch. Wir haben jetzt ein großes Projekt vor ein paar Jahren in den Campus der Wirtschaftsuniversität, da haben wir mit Ginkgo gearbeitet. Wir haben, glaube ich, 800 Ginkgo gepflanzt, alle in so ein ähnliches Material. Das hat funktioniert prächtig. Also okay. Bis jetzt 5 Jahre. Keine Ahnung, wie es in 30 ausschaut. Gut, dann noch eine Frage von Tate Faber. Ja, ich hätte noch eine abschließende Frage, weil wir ja noch einen Redner haben. Später im Austausch haben wir Vertreter der Straßenbauverwaltung und des zuständigen Ministeriums. Deshalb profitiere ich jetzt davon, Ihnen eine Frage zu stellen. Wie überzeugt man Straßenbaumenschen? Indem man sagt, das, was wir machen, so habt ihr früher die Straßen gebaut. Das ist Grobschlag, ganz unten, das hieß Packlage. Darauf kommt ein feineres Material, noch ein feineres Material, nur weil wir die vorgemischten mineralischen Baustoffe erfunden haben, die sind so perfekt abgemischt. Ich habe eine Fuller-Kurve, also sozusagen jede Pore wird mit dem nächst kleineren Material gefüllt, bis das Ganze wie Beton ist, ja, also völlig dicht. Das ist halt das neue Credo, das mache ich, weil ich es bauen kann. Aber ich brauche es nicht, die alten Straßen haben das nicht. Ich habe diese, also man kann die damit überzeugen, ja, also wir arbeiten mit dem Straßenbau, ganz, wenn das mal im Kopf drin ist, ganz gut zusammen. Und man muss denen sagen, wir bauen keine geschlossenen Gefäße, sondern das Wasser geht schön, brav nach unten weg. Und wenn ich Angst habe, lege ich unten auch noch eine Drainage rein. Das Wasser, der Baum braucht kein Wasser, das sich von unten anstaut. Das ist eine falsche Denke. Das sind keine Blumenvasen, was wir bauen. Sondern das Wasser bleibt im Feinsubstrat hängen, füllt das auf bis zur Feldkapazität und davon lebt dann der Baum. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Genau, die anderen Fragen halten wir uns dann für später, weil sie bleiben ja auch noch bei uns.
Dann können wir da die Fragen noch stellen. Dann kommen wir jetzt zu unserem dritten Referenten, und zwar ist es Herr Alexander Borgmann. Er ist Landschaftsgärtner mit Schwerpunkt urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement bei Arbor Revital in Berlin. Und da ist er zuständig für die Kundenbetreuung und fachliche Beratung, für Projektleitung sowie auch die Umsetzung und Ausarbeitung strategischer Konzepte zur Unternehmensentwicklung. Und seit dem Sommersemester 2020 hat er auch einen Lehrauftrag an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Genau, wir freuen uns jetzt auch auf Ihren Vortrag, Herr Borgmann. Klappt das mit dem Teilen oder soll ich von hier aus? Ihr Mikrofon ist noch ausgeschaltet. Können Sie mich hören, Frau Schall? Jetzt können wir Sie hören, ja. Mein Kollege hat sich gerade noch dazu geschaltet und macht das jetzt an. Es müsste jetzt jeden Moment losgehen mit der Präsentation. Gut, dann testen wir das jetzt einfach. Ja, das scheint zu klappen. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einführung. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt noch über Bäume, Baumstandorte im Bestand, also Bäume, die jetzt schon stehen, berichte. Herr Borgmann, nur kurz, die Präsentation ist wieder weg. Oh, schade, ist schon wieder weg. Sollen wir es nochmal versuchen oder soll ich von hier aus? Gute Frage. Also, ja. Mein Kollege versucht hier gerade noch was, aber ja. Ich würde sagen, bereiten Sie sich ruhig schon mal vor. Ich bereite mich vor. Ja, schade, dass das so ist. Ich mache jetzt mal Reset hier. Machen Sie das jetzt? Ach ja, wo habe ich denn das Zoom? Ich könnte es selber noch probieren. Hier noch über Bildschirm teilen. Freigeben. Sonst kann ich es auch von hier aus. Das ist ja auch kein Problem. Sie müssen mir da nur sagen, wann ich weiterklicken muss. Ja, super. Sollen wir das machen? Ja, so machen wir es. Okay. Muss ich jetzt so eine Ansicht haben, dass ich mich nur selber sehe. So, ist das Ihre Präsentation schon? Genau. Ja, können Sie mal einmal weiterklicken, Frau Schalz? Wie bitte? Können Sie bitte einmal klicken? Damit. Ja, danke. Dann nochmal zurück. Vielen Dank. Ja, dann fange ich nochmal an. Entschuldigung dass es lange gedauert hat. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen noch über Baumstandorte, also Bäume im Bestand in Städten, berichten kann, was man für diese Bäume machen kann, also in Zeiten klimatischer Veränderung. Und ja, mein Name ist Alexander Borgmann, genannt Brüser. Können Sie bitte weiter, ich sag mal Klick. Bitte kurz zu mir, also viele haben Sie ja schon gesagt, also ich komme aus dem Münsterland, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, da kommt auch mein Nachname her, Borgmann, genannt Brüser. Der Brüser ist ein alter Hofname und ja, mittlerweile wohne ich in Berlin und wir betreiben ein Sachverständigenbüro und haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Bäume revitalisieren bundesweit. Wir sind 2015 entstanden, auch aus meiner Masterarbeit heraus, wo ich über die Möglichkeiten und Grenzen der Revitalisierung im urbanen Raum geschrieben habe. Und mittlerweile ist unser Team auf 12 Mitarbeiter angewachsen und wir sind bundesweit unterwegs. Klickt. Und jetzt kommen wir schon zum Inhalt. Also nach der kurzen Vorstellung gehe ich jetzt nochmal auf Gründe ein für den Vitalitätsverlust, also neben dem Klimawandel, und komme dann schon zu Einzelmaßnahmen der Revitalisierung. Klick. Ja, wir haben Beeinträchtigungen auf alten Standorten. Bitte weiter. Und würde jetzt ganz gerne nochmal so neben den klimatischen Dingen, die ja schon betont worden sind, betonen, dass Bäume oft halt in städtischen Situationen nicht an das Grundwasser kommen. So, wir können auf jeden Fall jetzt essen, sparen können. Das ist einfach auch mal. Jetzt höre ich gerade noch jemand ganz anderen. Ja, ich versuche gerade den zu muten. Ich glaube, es ist Herr Körber. Achso, nochmal. Sitze die ganze Zeit davor und dann geht's. Herr Körber, können Sie kurz Ihr Mikrofon bitte ausschalten? Ja, also ich will das sagen, das ist einfach diese Technik-Legasthenie, die kann man mit dem. Ich weiß noch, wer das ist, also das kann ich auch nicht. Oh Mann. Es tut mir leid. So, ich glaube, jetzt haben wir es wieder.
Hoppe. Nein, noch nicht. Ja. Ja, ich höre meinen Kompagnon, das ist das Problem. Kannst du mal bitte deinen Laptop ausmachen und mich hier machen lassen? Bitte komplett aus. So. Ja, das ist ein toller Vortrag hier. Also ich mach bitte nochmal einmal zurück. Oh. Deshalb, ich mache jetzt den Teamviewer aus hier, damit ich dich los. Noch nicht wahr sein. Hey, ist jetzt okay. Wir hören Sie jetzt und das Mikrofon von Herrn Körber ist jetzt aus. Ja. Sind Sie denn, also ich sehe gerade wieder mal meine Folie, ich sehe Ihre nicht, es tut mir wirklich leid. Ach so, vielleicht können Sie, ja, ich, ist jetzt auch schwer von hier aus zu sagen, an was es liegt. So, jetzt sehe ich es bei Ihnen, aber ich kann okay. Unsere Ansicht nicht. Sind Sie gerade hier, Folie 6, ne? Folie 6 sind wir, genau. Ja, ich höre mal auch ein bisschen. Also Bäume stehen oft fernab des Grundwassers, was ein Problem ist. Das wird ja oft gesagt, dass Sie da gerne ran könnten. Können Sie bitte eine weitermachen, bitte weiter. Wir haben in Städten Probleme mit Altbaustandorten, die halt auch umgebaut worden sind. Da sieht es ja alle noch gar nicht so dramatisch aus. Im Hintergrund sind neue Gebäude entstanden mit Tiefgaragen. Vorher war ein amerikanisches Kaserngelände im Schwäbischen. Bitte weiter. Hier kann man letztlich schon erahnen, wie hoch der Baum vorher gestanden ist. Bitte weiter. Und hier sehen wir den Baum jetzt nochmal auf dem Hügel stehen. Und man sieht halt die Anpassung, wenn durch Baumaßnahmen, also die Standorte, langfristig geändert worden sind und ältere Bäume einfach nicht mehr das Anpassungspotenzial haben. Unten rechts in der Ecke die Silberlinde. Die ist relativ frisch gepflanzt, steht also einfach besser da, ist noch jünger und ist in 12 Kubikmetern Baumsubstrat gepflanzt. Das wird noch dauern, bis sie den, diese Ökosystemleistung erfüllen kann. Jedoch, jetzt höre ich doch schon wieder jemanden im Hintergrund. Das ist, ich vermute, dass das von uns sogar ist. Hier, Frau Schalz, es tut mir wirklich leid, dass es so ist. Ja, bitte weiter. Bitte weiter. Moment. So. Jetzt haben wir Bäume, die stehen in beengten Bauweisen, also im Vordergrund. Man hatte sich überlegt, dort in Niedersachsen jeden zweiten Baum mal einzupflastern. Also das ist ein gestalterisches Element gewesen. Ich vermute aus den 80er, 70er Jahren, wobei der Baum auch gar nicht so groß ist. Im Hintergrund der Baum, der hatte Glück und wurde halt nicht so stark eingefasst wie der im Vordergrund. Danke. Danke. Danke erstmal so lassen. Und hier ist ein Baum, der ja unter massivem Salzstress leidet. Das Salz fließt halt auf den Baum zu. Von dem Kellerabgang, Kelleraufgang der vorne, bitte weiter. Hier eine klassische Mittelstreifensituation, ja. Wo ich auch Salzstress habe. Und so, und da haben wir eine massive Salzbelastung im Mittelstreifen, bitte weiter. Oder auch bei Umbaumaßnahmen, hier ist eine Maßnahme, die wir in Hamburg begleitet haben. Das sind ja mit die ältesten und wertvollsten Bäume in Hamburgs Innenstadt. Hier vorne die großen Eichen, die über 100 Jahre alt sind, am Borgweg in Hamburg, bitte weiter. Hier ist so eine Sanierungsmaßnahme, wo man versucht hat, sowohl die Bäume zu erhalten, als auch die vorhandenen Parkplätze darunter. Also das ist durchaus auch eine wichtige Kennzahl und hat die dann freigesaugt mit einem Saugbagger und weiter. Und dort wird dann ersichtlich, dass das Wurzelwerk einfach nur unter den 30er Platten, die da lagen, entlangläuft, weiter. Und wenn man mal eine Profilgrabung macht, was jetzt so von oben fotografiert ist, man sieht halt einfach, dass der Wurzelhorizont der Bäume nur im Bereich zwischen minus 5 und minus 35 Zentimeter angelegt ist, also dass wir halt relativ beschränkte Wurzelräume haben. Darunter wäre durchaus noch Möglichkeit für die Wurzeln, aber es ist ein Sand, der hoch verdichtet worden ist vor vielen, ja, vor vielen Jahrzehnten, wenn nicht 100 Jahren schon, den man vielleicht aufwerten kann, aber wo die Wurzeln da nicht reingegangen sind, also oben im Oberboden geblieben sind. Bitte weiter. Und ja, bitte weiter. Es gibt da modernen Baumstandorten auch Einschränkungen. Ich habe mir mal ein Bild genommen. Also es sieht auch, ich sag mal, in den modernen, ich sag jetzt mal FLL-Standorten nicht unbedingt besser aus. Da gibt es nämlich viele Probleme, Neuzeitprobleme. Und jetzt habe ich meine Einführung dann durch. Bitte weiter. Und jetzt kommen wir zu Möglichkeiten der Revitalisierung der Bäume. Und ja, ich sag mal, ich habe da viele, wie viel sind es denn jetzt genau? 6 Blöcke. Und der erste ist nicht umsonst so groß. Also der Wasserblock
ist halt vergleichsweise groß, weil das wohl das Entscheidendste ist, was man für Bestandsbäume machen kann. Ich habe es aber halt auch nochmal gegliedert in Ansätze aus der Praxis, also was so getan wird, dann Empfehlungen zu Gießzeitpunkten und Mengen und dann noch den Einsatz von Feuchtigkeitssensoren, um die ganze Sache systematischer anzugehen, und bringen dann noch Beispiele zur Düngung, Gehölzschnitt, Bodenbelüftung, Substrataustausch und Baumscheibenauswertung. Bitte weiter. Ja, fangen wir mal ganz locker an. Also Bewässerungsfahrzeuge sehen Sie ja vielerorts durch die Gegend fahren. Hier ist jetzt mal so ein kleiner Unimog mit 2000 Litern drauf. Zum Bäumegießen hinten sind einige Bewässerungssäcke schon zu sehen. Weiter bitte. Hier ist ein größeres Fahrzeug. Also ist ein Unternehmer aus Trier, also bei Ihnen ja um die Ecke, der sich da aufgestellt hat. In Trier läuft relativ viel Baumbewässerung und ja halt auch mit größeren Fahrzeugen. Weiter bitte. Und hier hätten Sie, ich sage mal, ein Angebaugerät für einen Schlepper. Dahinter ist ein 6000 Liter Fass. Vorne ist so ein, ich nenne das immer so ein Joystick gesteuertes, so eine Apparatur, wo der Fahrer halt nicht aussteigen kann. Er kann klimatisiert sitzen, ähnlich wie bei einem Unimog vorher, und halt größere Wassermengen ausbringen. Hier vorne sieht man schon ja, ein bisschen Schaum entstehen in der Baumscheibe. Wir setzen da so ein Netzmittel ein, damit das Wasser besser eindringen kann in den Boden, ähnlich wie es im Gartenbau und in Teilen der südeuropäischen Landwirtschaft auch eingesetzt wird. Bitte weiter. Ich sag mal, eine neue, aus der Neuzeit bekannt sind jetzt ja auch Bewässerungsgießringe aus Plastik. Weiter bitte. Oder auch Bewässerungssäcke aus Kunststoff. Ne? Ich sag mal, mit den Säcken, das rechte Bild lässt es ja ahnen, riesige Mengen Wasser oder größere Mengen Wasser auch in kleinere Baumscheiben in Öffnungen hereinzubekommen. Also da haben wir 7 Säcke kombiniert mit 75 Liter Wasser und um die 500 Liter Wasser ausgebracht. Oder auch in wassergebundenen Wegedeckel ganz links, na, um überhaupt ja, halbwegs gut gießen zu können. Die Böden sind ja relativ undurchlässig, oder auch kleine Baumscheiben in der Mitte. Das ist im Berliner Regierungsviertel, wo wir die Bäume gedüngt haben, mit 200 Liter Nährlösung. Und die Baumscheiben haben da auch nur 1,4 mal 1,4 Meter, also relativ klein. Bitte weiter. Und ich sag mal, um den Reigen weiterzuspinnen, ne, also man kann auch Plastikschläuche theoretisch in die Wüste legen. Hier ist mal ein Bild aus meinem vorletzten Urlaub aus Marokko, also wo es ja auch sehr trocken ist. Bitte weiter. Und solche Systeme lassen sich ja dann auch für Bäume anwenden, wenn man jetzt mit Tropfschläuchen Bäume unbedingt bewässern möchte in solchen Gebieten. Bitte weiter. Jetzt muss das natürlich nicht in Marokko stattfinden. Im Schwäbischen werden auch Mittelstreifen ausgestattet mit automatischen Bewässerungsanlagen. Das ist mein Hersteller Hunter, wo man halt Quercus cerris gepflanzt hat, im Mittelstreifen, um mal das von Herrn Körber aufzunehmen, große Wurzelräume geschaffen hat mit ca. 30 Kubikmetern, auch weit unter die Straße, wo der dortige Baumverantwortliche aussagt, wir müssen Bäume erster Ordnung pflanzen, wir müssen unsere Bäume beschatten. Und für mich ist das eine schöne Kombination aus ja, einer vernünftigen Versorgung im Nachhinein. Ne? Das Wasser muss ja letztlich auch irgendwo dahin, in schmale Mittelstreifen, einer guten Baumart und einem sehr großen Wurzelraum. Ich denke da weiter bitte. Hier ist ein schönes Beispiel aus Hamburg, also die Umbaumaßnahme, wo gerade der Saugbagger zu sehen war. Die haben dort dann die Bäume versorgt mit sogenannten Baumstandstellen. Also das sind noch Baumpfleger aus Hamburg, die ja da auch sehr ja, stark sind, die Baumpfleger. Und da die Baumtankstelle ins Leben gerufen haben. Also die haben da 40 IBC-Container sind das aufgestellt und haben poröse Schläuche daran gemacht, um die Bäume zu bewässern. Bitte weiter. Und hier wäre nochmal ein Beispiel, die Bewässerung zu steuern. Also ich komme aus dem Gartenbau, hatte das studiert im Bachelor, und ich sag mal, im Gemüsebau ist es ja durchaus bei ja, guten, wichtigen Kulturen auch schon gängig, die zu steuern mit Sensoren. Also bei der Erdbeere kann man das gut machen in zwei Tiefen, einmal im direkten Wurzelraum und darunter. Und kann die Bewässerung steuern. Und ich habe einen Autor aus der Schweiz gefunden, bitte weiter, der auch mit Feuchtigkeitssensoren arbeitet, mit Trias Brunner, das habe ich mal gelesen, 2018 hat er da veröffentlicht, wo er dann auch Bäume etabliert, also Großbäume in dem Fall, das ist der Ballen auf der Abbildung, wo er im Ballen halt den Ballen konsequent etwas trockener hält als den Bereich drumherum, über den Feuchtigkeitsgradienten die Bäume da gezielt zu etablieren. Bitte weiter. Und hier nochmal ja, eine Abbildung zur Bewässerungssteuerung von uns, so wie wir das machen, mit den drei Tiefen. Und da zu nennen wäre auch sowas wie also LoRaWAN oder NB-IoT, Smart City könnte man auch sagen, wo man
dann über diese neuartigen Funknetze dann viele Daten gewinnen kann und so ein Bewässerungssystem vielleicht auch langfristig entwickeln kann, um die Bäume systematisch zu gießen. Aber weiter bitte. Neben dem Wässern gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die differenzierte Nährstoffversorgung. Ich finde das Bild ganz passend, also im Sinne von differenziert, also nicht einfach zu düngen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, jeden Baum zu düngen, aber anhand von Analyseergebnissen das zu düngen, was wirklich da ist. Bitte weiter. Wie es auch diese von Liebig, die diese Tonne gut darstellt, wenn beispielsweise Kalium im Mangel ist, was sehr wichtig ist für den Wasserhaushalt, dann sollte ich Kalium geben und nicht vielleicht stickstoffbetont düngen oder in irgendeine Richtung tendieren, was ich gar nicht so brauche. Bitte weiter. Wir haben da, was man braucht, sind Bodenproben. Hier ist mal ein Bild aus einem modernen Baumstandort, wo man dann halt auch mal rangehen sollte. Muss man nicht jedes Jahr machen, denke ich, aber wenn so ein Baum 10, 15 Jahre steht, kann man ja mal gucken, was noch so da ist in diesen Baumsubstraten, wo ja wirklich auch nicht ganz klar ist, wie die langfristige Nachlieferung von Nährstoffen aus diesen verwendeten Gesteinen ist. Also so viel ist da ja auch noch nicht raus. Und dann nimmt man die Platten runter und die Pürkauer zieht Bodenproben und schaut mal nach. Weiter bitte. Und ich habe das mal hier zusammengefasst im Gartenbau in der Landwirtschaft. Da gibt es die sogenannten Gehaltsklassen von A bis E. Und A ist völlig unterversorgt, E ist völlig überversorgt. D und E braucht man keine Düngung. A und B sollte man etwas tun. Und C ist anzustreben. Das sind aber Zahlen aus der gärtnerischen Produktion, die es für Kalium, Magnesium und auch Phosphor gibt. Für Bäume. Mit Stickstoff ist es gar nicht so einfach. Bei Kohl beispielsweise sind es 200 Kilo pro Hektar und ja. Aber für Phosphor, Kalium, Magnesium gibt es das, wie gesagt. Weiter bitte. Und dann kann man mal Proben ziehen und das bewerten. Und in diesem Fall würde ich sagen, dass sich PKMG, also Phosphor, Kalium, Magnesium, sind halt okay in der Gehaltsklasse C. pH-Wert ist auch in Ordnung. Und dementsprechend liegt kein Düngebedarf vor. Würde ich daraus interpretieren. Weiter bitte. Jetzt eine andere Probe. Da habe ich jetzt Magnesium leicht im Mangel. Würde dann beispielsweise in mein Gießwasser, weil ich ja ohnehin die Bäume gießen möchte im Sommer, etwas Bittersalz hinzumengen. Als Beispiel dazu. Weiter bitte. Dann wäre das nochmal so ein Ansatz, ne? Also ein Bild aus der Praxis. Ich habe zwei Bewässerungssäcke, ich habe ein Bewässerungsfass und bringe dann meine Nährlösung mit dem Bewässerungsgang ein. Auch hier sehen Sie, das ist ein bisschen vieles Guten vielleicht gewesen. Da sehen Sie etwas Schaum aus dem Sack herauslaufen. Da ist auch so ein Netzmittel mit drin. Also es hebt die Wasserspannung auf und lässt den Dünger besser oder die Nährlösung Wasser besser eindringen und auch sich zum Seiten besser verteilen. Weiter bitte. Der Schnitt ist sicherlich auch eine Möglichkeit, um Bäumen etwas Gutes zu tun. Also ich habe hier mal ein Bild aufgenommen aus einem laufenden Projekt. Also der Baum linker Hand, der war noch nicht geschnitten, ne? Und irgendwie hat das nicht so funktioniert. Und wir sehen da unten, also da ist auch schon jemand am Gießen und gedüngt. Also und wir haben ihn dann ausgelichtet in der Vegetationszeit Anfang Juni. Weiter bitte. Und konnten dadurch dann schon was erreichen, also dass er halt nochmal durchgetrieben ist. Weil also, was soll ich düngen und wässern, wenn ich keine Blätter habe? Also ich muss da vielleicht einfach ein bisschen Trieb anregen, damit die Leistungen, Dünger und Wassermaßnahmen auch wohin gehen können. Also das als Beispiel, wie man mit Schnitt auch viel rausholen kann. So eine Reduktion von Kronen, um sie vital zu halten, halte ich auch für angebracht in vielen Fällen oder auch andere Formen der Schnittarbeiten, um Bäume zu vitalisieren. Weiter bitte. Da gibt es aber, ich sag mal, über das Gärtner hinaus, ne, also Schneiden, Wässern und Düngen, auch noch andere Formen, also die Standorte aufzuwerten. Und das ist ein Projekt aus Koblenz, was wir da begleitet haben. Da war eine Bundesgartenschau, da wurden 61 Eichen gepflanzt und noch im Jungbaumstadium, weil die standen noch keine 10 Jahre, fing sie an zu stagnieren und man fragte sich, warum. Und der Untergrund war halt schuld. Und da haben wir einen Versuch unternommen und unter anderem wurde der Boden belüftet mit einer sogenannten pneumatischen Bodenbelüftung. Also es wird mit Druckluft, im Hintergrund sehen Sie den Kompressor, wird dann Luft, also auf jeden Fall Luft, ne, in den Boden gepumpt über diese Lanze, die der Mitarbeiter da hält und über den Schlauch geht die Luft dahin und dann kann man allerhand Zuschlagstoffe mit in den Boden hineinbringen. Weiter bitte. Hier ist nämlich ein Bild wieder vom Borgweg aus Hamburg. Das war eine andere Firma, das ist ein holländisches Unternehmen. Man sieht die Oranje da im Hintergrund schon, sind mit so einem Truck da unterwegs und weiter bitte. Die
Lüften da und auf der linken Seite ist jemand sogar in den Platten unterwegs und geht mit einer Hilti, mit einer Schlagbohrmaschine vorweg und macht Löcher zwischen die Fugenkreuze. Und dann gehen sie halt rein und pumpen da allerhand hinein, also auch Pflanzenkohle, ich meine Huminstoffe, Mykorrhiza, also es ist halt rein, und ich meine, ja, ich glaube, da war auch ein bisschen granulierter Dünger mit drin, es ist halt reiner Sand darunter, es war zu sehr verdichtet, damit da überhaupt eine Wurzel reingeht. Und jetzt werden halt Travernen geschaffen nach oben und auch Materialien eingebracht. Weiter bitte. Hier ist ein anderes Projekt aus dem Fränkischen. Da haben wir das Ganze mal ein bisschen wissenschaftlich begleitet. Insgesamt waren es 360 Bäume, 20 haben wir mal belüftet und dann weitere Maßnahmen gemacht. Deswegen die Kreise da auf dem Boden. Weiter bitte. Da sind die im Einsatz, haben drumherum dann diese Punkte gesetzt, also mal definiert um den Baum. In dem Fall war es 8 Stiche und es sind ungefähr 80 bis 100 Zentimeter, geht sowas tief. Und es wird auf jeden Fall, also in dem Fall wurde auf jeden Fall ein Stützkorn eingeblasen, um diese Löcher, die da geschaffen worden sind, längerfristig offen zu halten. Also diese Einstiche werden dann nochmal verfüllt. Und weiter bitte. Und jetzt sehen Sie, ich sag mal, einen weiteren Teil der Untersuchung, weil man könnte ja auch sagen, vielleicht ist das ein bisschen wenig, das Aufwand ist, und dann nimmt man mal eine Nummer größer. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer größer. Hier ist ein, ich glaube, ein 5,5-Tonnen-Bagger. Und dann machen wir halt um den Baum Löcher drumherum und verfüllen die. Das sind dann deutlich größere Löcher, auch im Durchmesser, in der Tiefe ist mehr möglich. Und wir haben die Sache dann mit Baumsubstrat, mit Huminstoffen von Vulcatex und Herstellern größerer verfüllt. Und genau. Und im Anschluss dann bei einer anderen Variante dann noch die Zwischenräume belüftet, um das ganze Bodenareal aufzusprengen. Also nach Analyse im Vorfeld, wir waren uns ziemlich sicher, dass das auch möglich ist, also dass das auch funktionieren könnte. Weiter bitte. Hier hatten wir das Ganze nochmal in der Rasenfläche, wieder bei den Eichen in Koblenz, was eine andere Variante auch dort war, also eine etwas spielerige Variante, aber eine, die auch mehr Erfolg versprechen sollte. Und ja, also weiter bitte. Das sieht dann, ist die kombinierte Variante aus Belüftung und Attraktionszentren, wenn ich diese verfüllten Löcher und dann noch eins weiter, bitte. Das ist dann das fertige Bild, könnte man sagen, auf einer Fläche, die noch nicht verfüllt worden ist. Und ich habe hier noch geschrieben, problemloses Arbeiten möglich. Also wir kamen halt, also ein 1,5-Tonnen-Bagger, den würde ich dafür nie empfehlen. Also ab 3 ist, glaube ich, ein schönes Arbeiten für jenigen, der da auch einen ganzen Tag drauf sitzt. Und mit 4,5, 5,5 Tonnen kam er da halt ganz gut reingedreht. Und jetzt eins weiter, bitte. Das ist quasi das letzte Beispiel. Das ist ein Projekt gewesen hier aus der Zurmeiner Straße in Trier. Ich habe es mal, dürfte von Ihnen, vielleicht kennen Sie die sogar. Das ist ja direkt um die Ecke. Also die Einfahrtstraße, die nicht nach Luxemburg, sondern zur anderen Seite rausgeht. Und da hatte ich ein ähnliches Projekt und da sind wir nicht weitergekommen mit der Belüftung und auch nicht mit diesen Löchern da, diesen Attraktionszentren, weil da einfach zu viel Unrat und verdichteter Unterbau im Untergrund war. Und vielleicht sehen Sie es noch, also das ist eine Straße, wie man früher und auch heute noch Straßen baut. Man schottert einfach durch und dann werden dann noch Bäume so in die Straße reingepflanzt. Und da kamen wir halt, wie gesagt, mit den Maßnahmen nicht weiter. Und da brauchst du halt einfach mal einen 15-Tonnen-Mobilbagger und natürlich auch eine Wurzelentwicklung und Pflanzenzustand, die solche Maßnahmen zulassen. Und da sind wir dann hin, eins weiter bitte, haben ausgekoffert, sind herangefahren und eins weiter bitte, das ist mein Lieblingsbild, und haben da einfach mal einen Kubikmeter, bitte eins weiter, haben da einfach mal einen Kubikmeter, also nicht einen Kubikmeter, einen Sattelzug links und rechts von den Eschen hineingekippt. Und solche Bäume kennen Sie alle. Ne, das sind, naja, das sind vielleicht nicht die Bäume vom höchsten Interesse in der Fußgängerzone oder in der Parkanlage. Das sind halt einfach Bäume am Straßenrand. Und das sind aber vielleicht auch Bäume, die wir auch mal versorgen sollten, um die Städte runterzukühlen, weil rechts sehen Sie die großen Asphaltflächen. Das sind Eschen, ne? Also die sind gute, robuste Bäume, aber wer halt nur 20, 30 Zentimeter Wurzelraum hat und da oben rumkriecht, der kann halt da einfach auch nicht besser wachsen. Und ja, das wäre quasi die stärkste Variante, wo man da noch reinkommen kann. Und dann bitte weiter. Und da bin ich dann beim Vortrag durch. Ich hätte noch das Fazit, also es gibt in aller Regel keine einfache Einmallösung, die eine Pflanze langfristig wieder funktionieren lässt. Baumpflege ist nie zu Ende, also Garten ist nie zu Ende. Genau hinschalen zahlt sich oftmals aus und wiederkehrende Bewertungen machen, differenzierte Baumpflegemaßnahmen
Das heißt, bedarfsgerechte Maßnahmen zur Einzelbäume erst möglich, minimieren bereits kurzfristig die Baumpflegekosten. Also nicht alle düngen, nicht alle wässern, nicht an jeden Baum einen Wassersack machen, warum auch. Also es passiert ja dann oft, wenn es dann auf einmal Geld gibt für solche Maßnahmen, sondern genau hinschucken, gucken und dann die richtigen Maßnahmen einleiten und agieren statt reagieren. Damit meine ich halt einfach, dass wir jetzt halt einfach auch die Möglichkeit noch haben, unsere Bestände flott zu machen für den nächsten Sommer, der da bestimmt kommt. Ne? Also der nächste Dürresommer kommt bestimmt und dann lasst uns doch die Zeit jetzt nutzen, die Bestände zu revitalisieren oder vitalisieren, damit sie dann fitter werden. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt meine letzte Folie. Das ist ein Bild aus Peru, aus Lima, was ich vom letzten Sommer gemacht habe, also eine der trockensten Hauptstädte der Welt. Neben Kairo, da regnet es eigentlich nie und die kriegen es ja auch hin mit dem Grünen und die investieren nicht nur, sondern die pflegen es dann hinterher auch so, dass es funktioniert. Und wir sollten natürlich in Standorte investieren, in neue Baumarten investieren. Wir sollten aber auch durch eine, ich sag mal, angepasste Kultursteuerung die Bäume erstmal erhalten, die wir haben, bis wir die ganze Stadt umgebaut haben. Und ja, ich sag mal, an jeder Schraube drehen, die wir haben. Das wäre dann so mein Credo. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sorry für die Verwürfnisse dazu Anfang. Dankeschön. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen. Vielen Dank. Und es hat ja jetzt doch noch gut geklappt. Ich mache mal zu. Genau. Ich hatte jetzt nur nicht die Gelegenheit, im Chat nachzuschauen, ob da schon Fragen sind. Deshalb würde ich jetzt das Wort an Tate Faber geben. Vielleicht hat er eine Frage. Ach so. So bist du auch nicht. Doch. Sie hatten ja eigentlich eine undankbare Aufgabe, weil Sie ja sich mit der Therapie abgeben müssen, statt mit der Prävention, die eigentlich auf der Ebene der Planung geschehen müsste. Sie haben, soweit ich verstanden habe, drei Ebenen angesprochen: die Bewässerung, die Möglichkeit, über den Schnitt zu beeinflussen und die Bodenlüftung. Wenn man das jetzt aus der Sicht der Nachhaltigkeit sieht, dann ist ja eine künstliche Bewässerung, die erfolgt ja in der Regel, gehe ich davon aus, mit Trinkwasser. Und ich glaube, wie der Herr Körber am Anfang ausgeführt hat, kann man das ja nicht unendlich machen. Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Also aus dem Dilemma herauszukommen, wäre für mich jetzt mit dem Neubau zu beginnen, ähnlich wie es mein Vorredner ja gebracht hat. Nur können wir ja jetzt nicht die ganze Stadt über Nacht umbauen und wenn wir jetzt mal von Bestandsbäumen und neue Pflanzungen reden, dann haben wir jetzt 100% Bestandsbäume und die müssen wir uns dann eine Zeit lang noch kümmern, bis dann die Stadt so umgebaut ist, also die Stadt der Zukunft dann gebaut ist. Und bis dahin müssen wir was tun. Und die letzten Jahre sind wir gut durchgekommen, ohne viel zu machen. Und jetzt regnet es halt nicht mehr alle Nase lang und dann muss auch mal Trinkwasser her. Und wenn ich jetzt gerade an einem Fluss liege, dann nehme ich erstmal Flusswasser. Also ich habe hier gerade ein Bild aus Trier. Die zapfen die Mosel an, solange sie dürfen. Und in Frankfurt am Main, wo ich gerade im Hotelzimmer bin, die machen das auch. Dann ist das gut. Und bis dahin muss dann halt auch ja, mal Trinkwasser her. Und das muss natürlich nicht bis... Das muss natürlich jetzt nicht... Ja, das kann nicht die Lösung für immer sein, ne? Aber in gewissen Situationen, wenn ich jetzt an beschränkte Situationen in der Innenstadt denke, dann kann man auch nicht alles regeln mit Standortvorbereitung. Da habe ich Kabel, da habe ich U-Bahn und sowas. Ne? Da kriege ich vielleicht keine 100 Kubik oder 150 Kubik für so einen Baum rausgeschlagen. Da kriege ich vielleicht nur 5, 6 Kubik hin, also mit irgendwie. Und dann muss ich mir ein Pflegekonzept überlegen für diese Bäume, die auch durchzukriegen. Und das ist ein Abwägungsprozess, ob ich da einen Baum haben will, der kühlt, oder ob ich kein Trinkwasser einsetzen möchte. Also differenziert rangehen und auch nur da Trinkwasser verplempern. Und das ist nicht wirklich verplempert, das kühlt die Städte ja auch runter und so, wo es nötig ist. Das wäre mein Aussicht aus dem Dilemma. Okay, vielen Dank. Michelle? Ja, ich würde, glaube ich, jetzt die Möglichkeit, sich auch per Wort eine Frage zu stellen oder eine Anmerkung zu geben, die jetzt aufmachen. Bitte aber nicht einfach das Mikrofon anschalten, weil sonst kriegen wir bestimmt hier Chaos, sondern besser die Möglichkeit der virtuellen Hand benutzen. Ich zeige noch mal kurz eine Folie, wie das funktioniert. Entschuldigung, Michael, da sind aber Fragen im Chat noch, ne? Ja, die würde ich auch noch reinnehmen, aber dass wir das kombinieren, oder?
Willst du die anderen zuerst nehmen? Ich würde die Frage nehmen. Ich hätte, aber du kannst das hier die, ja... Genau, die nehme ich aber auch noch. Aber wenn vielleicht jemand sich auch zu Wort melden kann, dann muss ich das nicht vorlesen. Dann kann ja die Person das selber. Genau. Also hier die Folie nochmal kurz, um diese blaue Hand, diese virtuelle Hand zu heben. Unten in der Leiste wieder auf Teilnehmer klicken und dann geht wieder ein kleines Fenster auf und da auf diesen Button Raise Hand oder Hand heben klicken. Und dann sehe ich nämlich neben Ihrem Namen rechts eine blaue Hand und dann kann ich das Wort erteilen. Okay, aber bis wir jetzt eine Wortmeldung haben, würde ich da nochmal auch Fragen aus dem Chat nehmen. Da war eine zu Mykorrhiza, ob Sie da Erfahrung haben mit Impfung. Nee, da habe ich nicht viele Erfahrungen. Da kann ich nur auf diejenigen verweisen, die das öfter machen. Also wir machen wenig Mykorrhizierungen. Also wir hören Sie nicht gut. Müssen, ja. Lauter bitte, ja. Gut. Also ich habe beim Thema Mykorrhiza nicht viel beizutragen. Wir setzen mehr auf Wasser, Dünger, Schnitt und Bodenverbesserung in Gänze. Also ich möchte mal sagen, viele Befürworter der Mykorrhizierung, also vor allem über die Lanzeninjektion oder auch beim Impfen von Substraten, was ja jetzt also nicht so ganz mein Thema ist, könnte man machen. Und ich sehe da eher den Grundsatz, dass Mykorrhiza-Pilze von der Baumschule mitgebracht werden, schon da sind und dass wir letztlich die Standortbedingungen nicht nur für die Bäume verbessern, sondern auch für die Mykorrhiza, also große Wurzelräume schaffen, in der sich dann auch diese Gefüge einstellen können. Herr Körber. Ich habe mich gerade gemeldet. Wenn ich da vielleicht was dazu sagen darf. Also wir hatten in unserem Projekt 2021, hatten wir bei den ersten 20 Bäumen künstlich Mykorrhiza zugegeben, Ektomykorrhiza, Endomykorrhiza. Und man konnte anhand der Zugabe nichts Besonderes merken. Aber, und jetzt bin ich bei dem, was der Brüser gesagt hat, wir haben geguckt in den Ballen aus den gelieferten Bäumen und die waren alle mykorrhiziert. Also die brachten aus der Baumschule eine Mykorrhiza mit. Mykorrhiza ist ja auch welcher Pilz? Da gibt es ja ganz, ganz viel. Und ich glaube, wenn wir einfach nur ein Umfeld schaffen, wo das Bodenleben auch noch, wenn sowas wie eine Chance hat, ich denke, dann könnte man automatisch auch diese Mykorrhizas dann fördern. Herr Schmidt wollte, glaube ich, auch noch ja, dazu was sagen. Wir haben genau dieselbe Erfahrung gemacht. Wir haben bei unseren Versuchen 20 Bäume mit Mykorrhiza, 20 Bäume ohne Mykorrhiza und es ist kein Unterschied. Also nach 5-6 Jahren ist jedenfalls kein Unterschied feststellbar. Und ich denke, ich bin da ganz bei Klaus Körber, ich denke, die Bäume bringen das mit. Das muss ich nicht sozusagen künstlich zusetzen. Oder wenn ich es künstlich zusetze, dann. Also wir konnten nichts nachweisen und ich glaube, in Pfalz-Höchheim ist das ganz ähnlich gelaufen, oder? Okay, dann war noch, ja. Wollen Sie noch was sagen? Nein. Dann war noch eine Frage an Herr Brüser, wie man die Erfolge der einzelnen Aktionen werten kann. Ja, also bei uns gehen so Projekte eigentlich über 3 bis 5 Jahre. Und dann machen wir jährliche Bonituren im Sommer und im Winter und vor allem halt eine Bestandsaufnahme im Vorfeld, gucken, wo wir sind. Und dann macht man ja entweder einen Praxisversuch oder man fängt auch direkt an mit der Variante, wo man denkt, dass das die beste ist. Und eine Sommerbonitur im Juli, August, ja, da kann man dann den diesjährigen Zuwuchs sehen oder auch die Laubgestalt. Da kann man die Vitalität der Bäume gut bestimmen. Und wir gehen dann im Winter eigentlich nochmal hin, messen die Stammumfänge in einem Meter Höhe auf einem halben Zentimeter genau, und sehen dann halt den Massezuwuchs des Baumes. Ne? Und das ist durchaus ein Zeichen, wie der Baum dann auch zeigen kann, dass er vital ist. Ne? Wer Masse zulegt, dem geht es ganz gut. Ne? Oder auch den Vitalitätszustand in der unbelaubten Krone durch, also was man auch gut sehen kann. Also ich würde halt zweimal im Jahr hingehen und mir die Bäume angucken, bewerten. Genau, also wenn ich nur wissen will, ob meine Maßnahmen gefruchtet haben oder auch wenn ich noch ein bisschen nachsteuern möchte. Also man legt ja vielleicht Maßnahmen fest zur Standortverbesserung oder auch, ne, also man düngt mal rein und guckt, was passiert. Und man sieht dann, also man hat ja vielleicht auch schwächere Kandidaten und kann auch ein bisschen nachjustieren. Also Sommer- und Winterbonituren, jährliche Bewertungen. Okay, dann noch die Frage, ob sich der örtliche Verkehr auf die Versorgung auswirkt. Der örtliche Verkehr.
Viel Verkehr, mehr oder weniger Substrate. Aha. Viel Verkehr, mehr oder weniger Substrate. Also wenn ich einen Baum pflanze in den Mittelstreifen von einer vielbefahrenen Straße, dann muss ich mehr für den Baum tun, damit er genauso gut wächst wie einer, der am Stadtrand wächst. Also wenn ich sage, ich bin in einem, ja, einem hochbelasteten Mittelstreifen mit viel Verkehr, mit viel Salz, mit viel Hitze auch, ne, von den Asphaltflächen, dann sollte man mehr Substrate einsetzen, um das Gleiche zu erreichen. Oder mehr pflegen. Ich denke, an der Stelle kann man halt auch an der Schraube drehen, aber wir wollen ja keine Pflegefälle schaffen, wir wollen ja möglichst widerstandsfähige Pflanzungen schaffen. Gut, dann noch eine Frage von Blanche. Ja, ich glaube, wir haben ja die Chance, auch Leute aus dem Ministerium heute Abend präsent zu haben. Was mich bei den drei Vorträgen markiert hat, das ist die klare Aussage, die Pflanzung, also die Pflege und Neupflanzung von Bäumen ist kein Luxus oder kein nice to have oder etwas, wo man sagt, cool, wenn wer was macht, sondern es ist eine absolute Notwendigkeit. Und es ist eigentlich ein staatlicher Auftrag, an dem der Staat nicht vorbeikommt. Und ich wäre sehr froh, wenn die Vertreter der Ministerien, also es ist der Bauten- und Innenministerium, kurz darlegen würden, gibt es in Luxemburg eine erklärte Zielsetzung, wirklich zu sagen, auf die Kommunen zuzugehen und auf eigenen Straßenräumen und so weiter zu sagen, wir brauchen Bäume und wir tun alles dafür, was die Strategie der jeweiligen Ministerien ist. Ich finde das doch relativ entscheidend, denn ich denke mir auch, wenn die Bewusstseinsbildung in Gemeinden vorangeht, braucht das eine entschlossene Tätigkeit auf der Ebene der Ministerien. Den Herr Spaus oder den Herr Göbel oder den Herr Göders? Ja, ja. Also vom Herr Spaus vom Ministerium für öffentliche Arbeiten. Natürlich sind wir uns bewusst über die Funktion des Straßenbaumes, aber man muss das natürlich immer sehen in ganzen Straßenquerschnitt, an dem es doch verschiedene Anforderungen gibt. Da gibt es Anforderungen an die aktive Mobilität, die den Straßenraum beanspruchen möchte. Ich denke da an die Fußgänger, an die Radfahrer. Es gibt Anforderungen an den öffentlichen Verkehr. Da denke ich zum Beispiel an die Busse oder auch an die Tram jetzt in der Hauptstadt. Es gibt Anforderungen natürlich auch an den Straßenverkehr, wo aber auch versucht wird, den in den zentralen Bereichen weniger stark zu begünstigen, lassen wir mal so sagen. Und es gibt die Anforderungen an die unterirdischen Infrastrukturen. Ich glaube, das hat man auch schon öfters in den Chats gesehen. Und es gibt natürlich auch die Anforderungen an die Begrünung. Also die wird auf jeden Fall nicht vergessen, aber man muss gucken oder versuchen, all diese Zwänge in den vorhandenen Straßen Querschnitt zu bekommen, denn wir sprechen ja hier von den Innenstädten. Das ist normalerweise, also ist üblicherweise ein historisch gewachsener Raum und da muss man mit dem Raum zurechtkommen, den man zur Verfügung hat. Wenn man natürlich jetzt eine Neuplanung macht, da hat man andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel im Bordegasbrich, da kann man das von Anfang an mit berücksichtigen. Aber hier in den alten, historisch gewachsenen Räumen, Stadträumen, da muss man versuchen, mit dem Raum zurechtzukommen, den man zur Verfügung hat. Aber natürlich auch die Straßenbauverwaltung, die hat auch, oder die schon länger weiß sie über den Nutzen der Straßenräume, die Funktionen sind bekannt. Und sie versucht natürlich alles unter einem Dach zu bekommen, auch direkt bei der Planung. Darf ich vielleicht eine Zusatzfrage stellen? Inwiefern ist das Prinzip der Schwammstadt, das vorhin ausgeführt wurde, jetzt schon Ihres Wissens oder Ihrer Erfahrung nach in Luxemburg gängig oder wird das pilotmäßig angewandt? Wären froh, wenn wir vielleicht da etwas hören würden. Also ich bin ehrlich, ich habe das noch nie gehört, aber ich habe den Vortrag sehr interessant gefunden und ich bin auch froh, dass heute Abend so zu Ohren bekommen zu haben. Und ich habe mir natürlich das ganz stark angemerkt. Und das ist für mich wirklich sehr interessant,
um all die Zwänge, die ich vorher erwähnt habe, unter einem Dach zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Herrn Göbel noch was sagen möchte. Ja, also ich glaube, das Prinzip der Schwarmstadt, wie wir es hier präsentiert bekommen haben, gibt es so bei uns noch nicht, also weder als Pilotprojekt oder in der Anwendung, zumindest bei der Straßenbauverwaltung. Vielleicht ist es bei Gemeinden oder anderen Verwaltungen, die hier vertreten sind, anders. Ich meine, was wir, wie Herr Spaus gesagt hat, beim Bonne-Gas-Bericht, da war es halt ein Neubauprojekt, da wurde davon profitiert, den Raum zu nutzen oder mehr Raum zu nutzen für den Wurzelraum. Wenn wir aber an das Projekt von der Avenue de la Liberté denken, wo schon eine sehr viel bestehende Infrastruktur da war, unterirdisch, da muss halt geguckt werden, wie kann man die Baumgruben anpassen, auch an bestehende Leitungen oder Trassen, die nicht wegzudenken waren. Ich habe beispielsweise auch einen Ausschnitt aus einem Plan mitgebracht. Vielleicht kann man den auch mal zeigen von der Avenue de la Liberté, wie da eine Baumgrube angelegt wurde. Geht das für fürs Teilen von der Folie? Ich schau mal. Screen. Und jetzt schnell. Kann man es sehen? Ja. Also hier sieht man die Avenue de la Liberté als Draufsicht, wo man die Straße hat für den Autoverkehr, Tram, Fußgänger und Fahrradweg. Und in dem Längsschnitt hier hat man quasi einen komplett durchwurzelbaren Raum, Substratauffüllung, und weiter unten sehen wir das in dem Schnitt, wie das aussieht. Ich zoome gleich nochmal ran. Also hier sieht man, was bestehend schon teilweise da war, und da sind auch die neuen Leitungen, die dazu kamen, eingezeichnet. Ich zoome gleich mal ran, einen Moment. Also da wurde halt, wir haben das auf beiden Seiten der Straße, und es wurde halt versucht, an die Gegebenheiten anzupassen, bestmöglich. Aber wie man sieht, haben wir das ein bisschen nach FLL aufgebaut, nach den Standards, dass man unter die Gehwege geht, beziehungsweise unter dieses, unter den Fahrradweg. Wir haben hier 4 Meter Breite. Genau, und 1,1 Meter Tiefe, die mit einer gewissen Substratverdichtung aufgebaut sind und eben in der ganzen Länge. Gut, super. Okay, danke schön. Herr Schmidt, Sie wollten noch was dazu sagen, oder? Ja, ich wollte sagen, das ist es eigentlich. Das, was Sie da machen, ist fantastisch. Man kann ruhig unter die befestigten Flächen drunter gehen. Was wir dazu vorschlagen, ist einfach ein Material, das man verlässlich verdichten kann. Also damit man ohne größeres Bauchweh unter diese befestigten Flächen drunter kommt. Also was anderes ist Schwarmstadt im Grunde nicht. Das ist im Grunde ein tragfähiges Skelett, in das in einem zweiten Arbeitsgang Wurzelsubstrat eingebracht wird. Das ist es im Grunde. Also wenn das, was ich bei der Avenue de la Liberté sehe, das ist im Grunde, das ist gut. Und man kann ohne Hemmungen auch noch tiefer werden. Also man kann auch 1,70 tief werden. Also die Wurzeln nutzen den Raum. Man braucht nicht Angst haben vor der großen Tiefe. Solange Luft vorhanden ist im Boden, kann man auch tiefer runtergehen. Und man kann auch sehr schön noch mehr in die Breite gehen. Man muss sich überlegen, wie man die Rohrleitungen, welche Art von Rohrleitungen das sind und wie man die schützt, dass sie vielleicht von den bösen Wurzeln nicht angegriffen werden. Aber das ist genau der richtige Weg. Und diesen Weg kann man, denke ich, auch in jeder anderen Situation gehen. Wir arbeiten auch im Altbaumbestand mit diesem Thema. Auch das funktioniert. Da haben wir gerade Monitoring-Projekte dazu laufen. Also auch das
ist möglich. Was ich vorschlagen würde für Luxemburg ist, dass man einfach wirklich, wenn man sich zu so neuen Materialien, zu neuen Substraten entschließt, dass man das auch wirklich gut monitort, also das Matrixpotenzial im Boden messen, vielleicht auch mal eine Saugkerze einbauen, dass wir wissen, was wir tun und dass wir sehen, ob die Wurzeln diesen Raum erschließen und wenn die Bäume nicht gut wachsen, dass wir wissen, ist es das Substrat oder ist es einfach irgendetwas anderes. Also wir brauchen da eine Klarheit am Anfang, wenn wir solche neuen Techniken einführt, muss man unbedingt darauf achten, dass man das Ganze praxiswissenschaftlich begleitet. Sonst weiß man nicht, was man tut. Okay, wir haben auch im Chat die Bemerkung, dass in Düdlingen gibt es wohl auch ein Projekt, wo auf einer Tiefgarage Bäume gepflanzt wurden mit einem Meter Wurzelraumtiefe. Ja. Ich weiß nicht, ob René was dazu sagen möchte selbst oder ob das jetzt nur eine Anmerkung war. Sonst war auch noch die Frage an Sie, Herr Schmidt, dass wenn Sie Kompost oder organisches Material drunter mischen, wie lang das hält oder was daraus wird oder ob das so tief noch eine Wirkung hätte. Das hat, solange ich genug Luft dran bringe, funktioniert das. Wir wissen natürlich nicht, wie lange das hält. Das weiß niemand. Aber unsere Idee, unser Konzept ist, dass wir deswegen haben wir die Pflanzenkohle, also nach 20 Jahren Arbeit mit Baumsubstraten, mit Kompost, haben wir dann irgendwann mal dem Beispiel unserer schwedischen Kollegen folgen, die haben sich eine Pyrolyseanlage für die Stadt Stockholm gekauft und verkohlen dort ihre Grünabfälle. Und Kohle ist inert, sie hält ewig. Und die Idee der Pflanzen oder der Kompostkohle ist, dass die Nährstoffe aus dem Kompost auf die Kohle übergehen und dann in einem noch längeren Zeitraum den Pflanzen zur Verfügung stehen. Und sonst muss man einfach das wie Brüser machen, man muss halt dann ab und zu mal düngen. Wenn ich Schwammstadt habe, kann ich einfach über den Gulli oder über die Öffnungen, die das Regenwasser nach unten nimmt, kann ich auch nachdüngen. Also das ist nicht mehr so problematisch. Anders als bei einer normalen Baumgruppe, wo ich eigentlich nicht mehr dorthin komme, wo die Wurzeln sind. Dort muss ich dann mit komplizierten Lanzen und dergleichen unter Bohrungen versuchen, in den Untergrund zu kommen. So kann ich einfach Nährlösung ins System einspülen. Und die Luft, wie kriegen Sie die in den Wurzelraum? Das wäre noch eine andere Frage. Die Luft ist drin, weil ich habe ja eine Belüftungsschicht oben und ich habe ein Substrat, oder dieses Feinsubstrat, das kann ich ja so definieren durch die Zusammensetzung von Sand, Schluff und Kompost, dass ich bis in die tiefe Luftporen habe. Also die Luft, den Anteil von Luftporen bestimme ich durch die Zusammensetzung des Feinsubstrats. Ja, ich habe einfach einen luftigen Boden bis in 1,70 Meter Tiefe. Wir haben das bei unseren Lysimetern gesehen. Also 1,70 Meter Tiefe ist vollständig durchwurzelt, wie ich noch Gärtner gelernt habe oder auch auf der Uni habe ich gedacht, in so einer Tiefe gibt es keine Wurzeln, das sind anaerobe Verhältnisse. Nein, wenn ich Luft reinbringe und die Luft bewegt sich von oben nach unten im Boden, wenn die Poren stimmen, dann ist das kein Problem. Okay, danke schön. Ich hätte eine Frage noch vielleicht an Herr Spaus bzw. Herrn Göbel. Das eine ist ja jetzt so ein Neubau oder eine neue Siedlung wie Bondegasbrich, beziehungsweise eine komplette, ich sag mal, Sanierung wie der Avenue de la Liberté. Aber es gibt ja viele Straßen, die in Luxemburg nicht Nationalstraßen sind, sondern so eine Mischung, also diese Chemin Repris. Und falls solche Straßen neu gemacht werden, wenn ich das salopp sagen darf, inwiefern gibt es denn da Richtlinien auch in Bezug auf gegebenenfalls Neupflanzung von Bäumen beziehungsweise die Anwendung dieser Prinzipien über die Wurzelraumgröße und so weiter. Das ist für einen Außenstehenden nicht immer ersichtlich, lassen wir so sagen. Ja, die konzertieren sich. Ja,
Ja, Logi, wir müssen zweimal den Knopf drücken, um Ton zu bekommen. Ja, vorher wurde auch die Frage gestellt, wie kann man den Straßenbauer überzeugen? Ich denke, es ist nicht unbedingt Überzeugungsarbeit. Ich würde es eher so sagen, wenn der Straßenbauer das notwendige Werkzeug zur Verfügung hat, dann wird er das auch anwenden. Und wenn es wichtig oder eine Bibel, wie er das machen soll, dann wird er das natürlich anwenden. Ich glaube, es ist meistens vielleicht Unerfahrenheit oder Unwissen, damit umzugehen, als dass es jetzt Überzeugungsarbeit ist. Und ich, so wie wir es gesagt haben, wenn die Richtlinien oder die Guidelines vorhanden sind, dann wird der Straßenbauer das auch anwenden. Davon bin ich überzeugt. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, da fehlt bei den Technikern, sei es bei uns in der Verwaltung intern, bei anderen Verwaltungen und auch bei anderen Gemeinden oder auch vor allem Planungsbüros, sind da ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da wäre es wichtig, ein Projekt zu machen, wo man genau das Material, den neuen Wissensstand zusammenbringt und die Techniker in die Richtung sensibilisiert. Und dass man eine Guideline quasi zur Verfügung stellt, die diese Planer nutzen können, um in den Bauprojekten eben anzuwenden. Inwiefern spielen da die Planungs- oder die Studienbüros eine Rolle? Ich gehe davon aus, dass ja das Ministerium bzw. die Straßenbauverwaltung auch sehr oft Projekte von außenstehenden Büros anfertigen lässt. Inwiefern hat die Verwaltung bzw. das Ministerium da eine gewisse, wie soll ich sagen, Mamis über ein entsprechendes Lastenheft auf diese Vorarbeiten, diese Planungsarbeiten? Denn je früher das ja in den Planungsprozeduren eingebracht wird, desto größer ist ja die Chance im Prinzip. Die Planungsbüros, die arbeiten natürlich immer im Auftrag dann der Straßenbauverwaltung und sie machen natürlich genau das, was die Straßenbauverwaltung sich auch wünscht. Also und wenn da von Anfang an auf die Wichtigkeit der Funktion der Straßenbäume hingewiesen wird und das entlang des Straßenzuges auch Bäume angelegt werden sollen, dann wird das natürlich von Anfang an von den Planungsbüros mit berücksichtigt, das ist ganz klar. Also es ist nicht, dass die da freie Hand haben und das Projekt ausarbeiten und mit einem fertigen Projekt zur Straßenbauverwaltung kommen. Das ist jetzt das Projekt nicht. Da findet schon ein regelmäßiger Austausch statt. Und wenn der Wunsch da ist, dass da auch Waffen mitgeplant werden sollen, dann wird das auch gemacht. Ich kann die Hand nicht zeigen, weil ich Co-Hoster bin. Aber die gleiche Frage richtet sich ja eigentlich an Herrn Göders auch vom Innenministerium, der auch zugesagt hat, heute Abend dabei zu sein. Er war auch lange dabei. Vielleicht ist er ausdauernd und er ist wie viele Leute noch immer dabei. Es ist ja auch da wieder die Frage, wie definiert das Innenministerium bei neuen Bebauungsplänen, bei Flächen, bei Teilbebauungsplänen und so weiter? Greifen da die Ebenen der Ministerien aneinander, die dann da sagen, okay, das ist jetzt unser Leitbild, was wir versuchen zu vermitteln mit Empfehlungen und so weiter. Oder wir hatten letzte Woche ja die Auftaktveranstaltung zu dieser Seminarreihe und da hat die Referentin gesagt, dass es Städte im Ausland gibt, die schon in ihren Leitlinien und in ihren Vorgaben für die Flächennutzungspläne klare Vorgaben im Sinne der Durchgrünung mit Bäumen und so weiter machen. Ich weiß nicht, ob der Herr Göders, das, was der Herr Spaus und der Herr Göbel gesagt haben, aus Sicht der Straßenplanung integrieren können in öffentliche Räume, in Siedlungsentwicklung und so weiter. Herr Göders, sind Sie noch da? Ich bin noch da. Ja, guten Abend auch von meiner Seite dann. Also der Herr Körber hat vorhin einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, Städte werden nach Schatten nächsten. Und ich denke, das ist sicherlich sehr wichtig. Also wir sehen es natürlich ein bisschen von einer anderen Seite, da wir uns eher mit Neubaugebieten befassen als jetzt mit Straßenbau an sich oder Straßenbau im Sinne von Renovierung.
Auf der anderen Seite war vorhin die Frage gestellt worden, gibt es Strategien, wie man mit Bäumen im Straßenraum umgeht und so weiter. Ich denke, das ist im Neubau eher nicht der Fall. Was wir machen, ist, wir versuchen situationsspezifisch die Planung halt so zu gestalten, dass wir möglichst viele Bäume im öffentlichen Raum integrieren können. Aber man muss auch klar sagen, dass ein anderes Bestreben hauptsächlich in Wohnungs- oder in Wohnungssiedlungen darin besteht, dass man den öffentlichen Raum möglichst klein hält, was die Straßen oder die Verkehrsflächen angeht. Auf der anderen Seite aber dann auf größere Plätze setzt, wo man eine gewisse Aufenthaltsqualität dann auch anstrebt. Und es ist klar, dass vor allem in diesen Bereichen, wo man dann auch etwas mehr Platz hat, um Bäume zu pflanzen, dass man da versucht, auch durch Bepflanzungen, hauptsächlich durch Pflanzung von Bäumen, halt einmal Schatten spendet, auf der anderen Seite aber auch einen attraktiven Raum gestaltet, um mehr Aufenthaltsqualität in die Wohnsiedlungen reinzubekommen. Also es hat auch mit sozialem Verhalten zu tun, wenn man versucht, auch die öffentlichen Räume, vor allem im Kontext von dichterem Bauen dann auch so gestaltet, dass man sie nutzt, um eine gewisse Lebensqualität den Leuten zu bieten. Und da spielen die Bäume auch eine große Rolle. Also es hat nicht nur mit Temperatur und mit Natur und Diversität zu tun, es hat auch einfach mit Lebensqualität zu tun, sodass das Thema uns auch sehr am Herzen liegt. Aber wie gesagt, man muss halt gezielt sehen, wo man dann mehr Bäume pflanzt, um Kontext zu schaffen, in Verkehrsräumen, innerhalb von den Gebieten hat man meistens nicht den Platz, wo Herr Spaus vorhin davon geredet hat. Meistens sind die Räume wesentlich kleiner. Das heißt, man kriegt da eine gewisse Diversifikation da auch rein in die einzelnen, in die einzelnen Bereiche. Und auch den Grundstück, Herr Körber, der hat den Begriff, ich glaube, in der Vorbereitung von den Stinkefingerbäumen geprägt. Ich glaube, das betrifft auch die Straßenbauverwaltung. Die Stinkefingerbäume, wir sagen die Spargelbäume, die nur in die Höhe schießen. Herr Park. Ja, aber wie gesagt, auf Plätzen, wenn man was sagt, man erweitert auf Teilen den öffentlichen Raum, was man sicher machen muss, um Aufenthaltsqualität zu bekommen, dann kann man halt auch auf Bäume zurückgreifen, die wesentlich mehr in die Breite gehen, wie zum Beispiel Eichen, wo vorhin länger darüber geredet wurde. Also das Ziel ist es ganz klar, dass man den öffentlichen Raum auch verstärkt mit Bäumen ausstattet, weil man auf der anderen Seite auch weiß, dass man heute bei der dichteren Bebauung, die man anstrebt, wesentlich weniger Platz hat in den privaten Räumen, und der öffentliche Raum muss einfach die Rolle auch übernehmen vom Aufnehmen von Bäumen. Das heißt, es ist schon bei der Erstellung von Teilbebauungsplänen, hauptsächlich im Wohnungsbau, ist es ein größeres Thema auch heute, dass man zum einen Platz schafft, um Bäume zu pflanzen, die auch dann forciert, dass die auch kommen. Und auf der anderen Seite, wenn man die Chance hat, dass bereits Bäume da stehen in diesen Gebieten, dass man die auch möglichst erhält und direkt in die Bebauung integriert. Das sind die beiden Bestrebungen, die wir Tag für Tag eigentlich auch versuchen, in die Teilbebauungspläne zu integrieren. Hier ist eine Frage im Chat noch, inwiefern dass die Bewässerungstechnik, der Wasserzugang zum Gießen bereits in der Planung berücksichtigt wird, zum Beispiel bei größeren Neubauprojekten in Luxemburg. Ich weiß nicht, ob Herr Göders darauf antworten kann oder ein anderer. Ich kann vielleicht kurz darauf antworten, also soweit das möglich ist. Also es gibt eigentlich zwei Bereiche im Straßenbau. Das eine sind die Straßen, die von staatlicher Seite geplant werden und gebaut werden. Und das andere sind die Straßen, die dann in Neubaugebieten eher von Investoren gebaut werden, und das unter der Leitung von Gemeinden. Das heißt, da ist der Staat weniger in der Pflicht und kann auch weniger mitreden, wie die Konzepte umgesetzt werden. Also wenn man das Konzept in der Schwammstadt sieht, was ich sehr interessant finde, dann
liegt das in großen Bereichen im Neubaugebiet eigentlich nicht in den Händen des Staates, sondern eher der Gemeinde. Das wird sicherlich dann auch eine Herausforderung sein, um dieses Konzept dann auch breiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Eine Frage, die mich noch interessiert, wenn wir schon dabei sind, Schwammstadt, wenn ich eine Frage aufstellen kann, man hat in Luxemburg viel das Thema, wie geht man mit dem Erdaushub um, da man mit Deponien eher Probleme hat. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn man dieses Thema der Schwammstadt anstrebt, muss da verstärkt Aushub vollbracht werden oder kann man das mit der Erde und dem Gerüst, was man an Ort und Stelle hat, auch verrichten oder muss man da wirklich mehr in den Aushub investieren? Ja, soll ich was sagen? Ja, bitte. Also, das ist natürlich mehr Aushub, das ist ganz klar. Aber bei was wir sehen bei den Stadterweiterungsgebieten, mit denen wir zu tun haben, passiert der Aushub ohnehin. Beziehungsweise wir haben jetzt ein Riesenstadter, ich glaube, das größte Stadterweiterungsgebiet Europas, soweit ich weiß, Seestadt Aspern im Nordosten Wiens. Dort wird das ganze Gelände aufgefüllt. Also wir sind dort einen Meter über dem alten Niveau. Also das muss man ganz spezifisch sehen. Aber das Grundprinzip ist ja, es geht jetzt nicht darum, möglichst in die Tiefe zu gehen, sondern es geht darum, ein Volumen zu schaffen. Ob das jetzt 60 Zentimeter tief ist und dafür größer ist oder ob das kleiner ist und dafür weiter runter geht, das ist egal. Also das ist nicht der wichtige Punkt. Es ist auch nicht notwendig, dieses Thema Schwammstadt überall anzuwenden. Das kann ich, wenn ich in einem sandigen, porenreichen oder schotterigen Boden bin, der auch bei Verdichtung noch genug Luft hat, dann brauche ich das überhaupt. Man muss sich anschauen, wo man das macht. Also man muss sich den Boden vorher genau anschauen. Also so wie wenn ich ein Haus baue, mache ich eine Befundung, schaue, was da unten drunter ist, entscheide dann, wie ich oben drüber weiterbaue. Schwammstadt ist eine Option, wie ich das, was Sie so schön gesagt haben, ich brauche den öffentlichen Raum für die Menschen. Die Bäume brauche ich auch für die Menschen. Ich mache das nicht, weil ich Bäume liebe, sondern weil ich den Schatten liebe und weil ich mich auch gut im Freien aufhalten will. Und die Chance, die wir uns ausgedacht haben, ist, dass ich beides zusammenbringe, dass ich die versiegelte Fläche auf der Oberfläche habe und ich habe unten das Wachstum für Bäume. Auch das Thema Salz kann ich damit lösen. Also ich kann auch das so steuern, dass das Salz im Winter in den Kanal geht und im Sommer geht das Wasser zu den Bäumen. Also das lässt sich einfach managen. Ich kann plötzlich Dinge managen, die mir vorher einfach nicht zugänglich waren. Das ist das für mich das Faszinierende dran. Wenn Herr Spaus oder Herr Göbel. Ja, vielleicht nochmal zu der Frage mit der Bewässerung. Also zurzeit kenne ich persönlich nur das Projekt von dem Pont de Gasbrich, also das Neubauprojekt, wo in den Pflanzgruben eine automatische Bewässerung bei der Planung eben mit berücksichtigt wurde und die auch eingebaut ist und soweit funktioniert. Ansonsten, was Bewässerung angeht, vor allem, wenn wir jetzt über, Sie haben vorhin, Herr Faber, die CR-Straßen noch angesprochen, wenn wir da Neupflanzungen machen, dann werden diese Bäume in der Regel die ersten 3 Jahre bewässert. Okay. Und zum Prinzip, wie unser Verfahren ist oder unsere Idee, Neupflanzungen an den CR-Straßen oder auch an den Nationalstraßen außerorts zu managen, ist einfach die, dass wir auch sagen, wir möchten keine Baumreihen oder Baumalleen in Luxemburg verlieren. Wir möchten diese erhalten und deshalb sorgen wir auch dafür, dass die Bäume, die wir fällen oder wo wir einen Fällantrag stellen bei dem Umweltministerium, dass wir diese Bäume auch wieder zurückpflanzen. Das ist ja auch eine Bedingung, die an uns gestellt wird, wenn wir einen Fällantrag ans Ministerium geben. Okay.
Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam zum Schluss kommen. Im Chat ist aber, finde ich, noch eine interessante Frage, die sich sehr zum Abschluss vielleicht eignet. Ich weiß nicht, ob René die selbst vorträgt oder ob ich das dann machen soll. Also, ich lese mal schnell vor. Bäume im Lotissement, also in einer neuen Siedlung. Im normalen Planungsverfahren kommen zuerst die Urbanisten, zeichnen grüne Kreise auf ihre Pläne, dann die Tiefbauingenieure, die alle Forderungen der Versorger, Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Post, Antenne, Internet berücksichtigen müssen. Klammer auf, da fallen bereits viele grüne Kreise weg, Klammer zu, und zum Schluss kommt der Gärtner. Das heißt, die Frage ist effektiv die, wo eigentlich, ich sag mal, der grüne Mensch im Planungsprozess frühzeitig intervenieren kann oder sollte, beziehungsweise wie man die Menschen, die da in der Frage angesprochen wurden, das sind, wären ja da nicht die Urbanisten, wir gehen mal davon aus, dass die also guten Willens sind, aber dann vielleicht eher die Tiefbauingenieure, die alle diese Forderungen erfüllen müssen. Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten, entweder einen Landschaftsplaner oder Menschen relativ früh schon dabei zu haben oder aber eine verstärkte Sensibilisierung oder, wie Herr Spaus gesagt hat, verstärkte Möglichkeiten, den Tiefbauingenieuren mit auf den Weg zu geben. Übrigens, diese Frage haben wir in Vorbereitung unserer ganzen Aktion auch mit Vertretern von Gemeinden diskutiert. Und da kam zum Beispiel in einer größeren Gemeinde folgende Bemerkung. Also wenn wir vom Service Ecologique oder vom Service des Parcs die Planungen reinbekommen, da sind schon fast vollendete Tatsachen geschaffen. Und wir können eigentlich nur versuchen, ja, das Beste noch herauszunehmen. Das heißt, die ganze Frage ist die, des Planungsprozesses. Ich sehe jetzt, dass der Herr René auch zugeschaltet ist. Also Sie können vielleicht auch noch was dazu sagen, wenn Sie möchten. Es ist eine allgemeine Bemerkung, dass ein Problem des Straßenraumes ist, er wird zu eng. Wenn wir heute ein Lotissement anschauen, haben wir Straßenbreiten, die sollen auch reduziert werden von 6,5 Metern und derartig viele Versorgungsleitungen im Untergrund, dass für einen Wurzelraum kein Platz mehr übrig bleibt. Wir sind angehalten, natürlich alle diese wertvollen Versorgungsleitungen möglichst gut vor Wurzelschäden abzusichern, indem wir sie mit Root Control einpacken, respektive mittlerweile die Bäume mit so mit Root Control, also Wurzelschutzfolie, umgeben, damit sie nicht in die Leitungen eindringen können, dass für die Bäume oft eben die 12 Kubikmeter, die gefordert werden nach der Richtlinie, meist nicht eingehalten werden können. Klingt das jetzt fatalistisch? Zum Teil ja. Muss ich sagen, also meine Erfahrung ist, dass die Straßenbäume eben aus diesem Grund nicht älter als 20 bis 25 Jahre werden und sie sind zu einer Art Wegwerfware geworden. Die werden halt dann wieder ersetzt. Ne? Wir machen eine Demand an die ANF und nächstes Jahr wieder neu gepflanzt. Das ist aber die Realität in den Kommunen. Also Gegenrede dann von Herrn Schmidt nehme ich an. Ja, also wenn ich einen Baum als Infrastrukturelement ernst nehme, dann fängt er nach 20 Jahren überhaupt erstmal an, wirksam zu werden. Und alles steht und fällt damit, ob alle bereit sind, Bäume als wertvolle Infrastruktur zu sehen. Wenn die Bäume wertvolle Infrastruktur sind, dann werden sie ihren Platz in der Straße finden. Ich denke an Zürich, die starten jetzt eine große Initiative. Es wird keine freien Leitungen mehr im Straßenraum geben, sondern Leitungen kommen auch aus Servicegründen sinnvoll in einen Kollektor in die Fahrbahnmitte. Das heißt, ich habe links und rechts Raum. Also es ist eine Frage der Grundsatzentscheidung, will ich Bäume haben oder will ich sie nicht haben? Und zwar nicht als Deko, das
was der Kollege gesagt hat, das kenne ich total. Mir geht es auch so, ich bin Landschaftsarchitekt, ich bin immer zu spät. Wenn ich Bäume nicht mehr als Deko haben will, sondern als Infrastruktur, dann muss ich sie behandeln wie Infrastruktur. Ich setze auch keinen Lichtmasten, ohne dass ein Fundament da ist. Ja, es hat auch keinen Sinn, einen Baum zu pflanzen oder 100 Bäume zu pflanzen, wenn die Standorte nicht passen. Und da muss man die Konsequenzen gleich draus ziehen. Bäume können ihren Platz finden, auch in einer engen Straße. Da haben wir die Techniken, den Werkzeugkasten. Aber ich muss dann auch bereit sein, rechtzeitig die Infrastruktur an einen Ort zu packen, wo ich schön rankomme, ohne dauernd neue Löcher graben zu müssen, neue Gräben ziehen zu müssen und wo daneben genug Raum bleibt. Es geht ja nicht nur um die Bäume, es geht um lokale Retention von starken Niederschlägen. Auch damit sind wir konfrontiert. Wir brauchen lokalen Retentionsraum unter den Straßen. Auch da ist Schwammstadt perfekt dafür. Ja, wir brauchen einfach das Volumen irgendwo. Und wenn wir das Volumen uns zupflastern mit 1000 Rohren, dann wird es nicht funktionieren. Das ist die bittere Wahrheit. Und ich glaube auch, Straßenbauer sind dann bereit, ich fand den Satz sehr schön, wenn man den Werkzeugkasten hergibt, dann kann man auch damit arbeiten. Aber den Werkzeugkasten muss erst mal jemand bereitstellen und sagen, du darfst. Also eine politische Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung, ja. Genau. Aber die muss durchdekliniert werden bis zum Straßenbauer, der unten dann tatsächlich das macht. Wir sind in Wien Meister für politische Entscheidungen, aber die bleiben alle auf irgendeiner Ebene dann hängen. Upsi, es geht nicht weiter runter. Also es bleibt beim Masterplan und es landet nicht am Boden. Ich bin davon betroffen. Für jedes Projekt mache ich tolle grüne Infrastrukturplanung. Aber dann wird wie die Kollegin sagt, ein Baum nach dem anderen fliegt raus, weil die Zwänge so sind, ja. Ich muss mich einmal entscheiden, es ist Infrastruktur, es ist nicht Deko. Und dann geht's, hoffe ich. Gut, wir hoffen auch auf jeden Fall, dass wir mit dieser Konferenz dazu beigetragen haben, in diese Richtung anzustoßen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei all unseren Referenten, Herr Schmidt, Herr Körber und auch Herr Borgmann für die ganz interessanten Vorträge, die Sie dann auch in einigen Tagen, wahrscheinlich erst nächste Woche, auf unserer Internetseite herunterladen können. Wir haben auch die Videoaufnahme dieser Konferenz. Genau, vielen Dank nochmal, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben, auch an all die Teilnehmer, die jetzt noch dabei sind. Und dann nochmal kurz die Erinnerung, dass wir nächste Woche schon das nächste Seminar haben. Und zwar geht es dann um Fassadenbegrünung. Wow, da bin ich dabei. Ja, super. Genau, wer sich noch nicht eingeschrieben hat, der kann das auch noch machen. Einfach eine E-Mail an inscription@meco.lu schicken oder über unsere Internetseite. Und danke auch an die Ministerien. Vielleicht ist das ja auch eine Chance. Ich finde das bemerkenswert, wie viele, Sie können das nicht so sehen als Teilnehmer, aber heute Abend waren Vertreter von Gemeinden, von staatlichen Verwaltungen, Planer, Landschaftspfleger, Leute vor Ort. Und diese Symbiose, dass sich alle Zeit genommen haben, finde ich hervorragend. Und auch wirklich seitens der Vertreter der Ministerien. Herzlichen Dank, gell, Michel. Genau, vielen Dank. Vielen Dank an unsere Referentin. Ja. Gut, ja. Dann wünschen wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend und bis nächste Woche, selbe Zeit, selber Platz. Nicht der gleiche Link, Sie kriegen einen neuen Link. Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ups, bin ich raus.